Dann herzlich willkommen zur letzten Generation, beziehungsweise heute in der Diskussion darüber, wer die letzte Generation ist, was sie wollen, wie sie sich selber verstehen. Und dazu möchte ich euch erstmal zur Einstimmung einen kleinen Beitrag der Bild zeigen. Klimakaoten festgeklebt, schon wieder. Wieder haben sich Umweltaktivisten auf Straßen festgeklebt. An die 100 Klimakaoten haben das Finanzministerium blockiert. Patricia, die leben in einer kompletten parallelen Realität. Ich habe mit vielen gesprochen, ich habe sie gefragt, was ist mit den Leuten, die zu spät zur Arbeit kommen? Was ist mit den Müttern oder mit den Vätern, die ihre Kinder in eine Kita bringen wollen? Was ist mit Leuten, die zu ihren kranken Verwandten wollen? Und die haben gesagt, ein Tod muss man sterben. Dieses Zitat habe ich mehrmals bekommen. Es ist ihnen völlig egal. Wie weit wollen die eigentlich noch gehen? Die Klimaaktivisten, das fragen sich viele Deutsche jetzt nach diesen Szenen. Fußball, Bundesliga, Bayern gegen Gladbach. Und nach einer Viertelstunde rennen diese vier Typen auf den Platz, wollen sich an den Pfosten binden, diese Vollpfosten. Wenn das Klima kippt und wir sind auf dem Weg dahin, das zeigt die Wissenschaft ganz deutlich auf, dann haben wir für die nächsten Tausenden von Jahren lebensfeindliche Bedingungen für die Menschheit, wo wir kein Essen mehr anbauen können, wo es zu wenig Lebensraum gibt. Wie sollen wir dann hier noch gemeinschaftlich leben? Wie soll dann der Rechtsstaat aufrechterhalten werden? Da habe ich persönlich große Angst vor, deswegen mache ich das. Ich würde mich natürlich auch lieber in meiner Komfortzone bewegen und Sachen machen, die nicht so konfrontativ sind und die nicht so in das Leben der Menschen eingehen. Das macht mir persönlich keinen Spaß, aber ich sehe keinen anderen Weg mehr. Alles andere haben wir schon. So. Klimakaoten, Klima. Ja, okay, haben wir verstanden. Genau, also das zur Einstimmung. Vielleicht auch ein ganz guter Beitrag von der Bild. Eben, die haben ja auch tatsächlich die Leute interviewt. Und auch dieser Typ, der da am Schluss eben nochmal geredet hatte, seine eigene Sicht dargestellt hatte. Das werden wir dann auch nochmal diskutieren. Ne? Also sie sehen sich ja schon irgendwo als Retter. Genau, aber wer sind die Klimakleber eigentlich? Da möchte ich mit euch nochmal kurz über die Artikel der letzten Wochen und auch der letzten Monate eingehen, wie sie gesehen werden, danach auf die Mission und das Selbstverständnis von ihnen, auf ihre Organisation und dann möchten wir das am besten noch aus libertärer Sicht beleuchten, was sie so machen und diskutieren. Zu den Beiträgen, die ihr gerne beisteuern möchtet. Ihr könnt prinzipiell eigentlich auch gerne die ganze Zeit reinreden. Ich denke, ich werde sowieso nicht bei einer halben Stunde bleiben. Genau, dann machen wir es so. Ja, wer sind die Klimakleber? Ihr könnt ja erstmal das Bild auf euch wirken lassen, beziehungsweise die Bilder auf euch wirken lassen. Das oben links ist jetzt erstmal das aktuellste, das ist tatsächlich von heute. Letzte Generation, Gericht bestätigt Anfangsverdacht einer kriminellen Vereinigung. Man kann sich auch als Klimakleber strafbar machen, haben wir vom Herrn Anwalt gelernt. Dann wissen wir, dass die letzte Generation sehr eng zusammenhängt mit Extinction Rebellion. Da hat man ja schon öfters mal solche Aktionen gesehen, vielleicht auch vor dem Bundestag, wo die alle ganz rot angezogen demonstrieren, dass wir praktisch... Also, dass wir praktisch diejenigen sind, die die Erde ausbluten und sich deswegen so rot anziehen. Ja, dann hat man hier unten in der Mitte hat man auch nochmal Just Stop Oil. Das ist eine Organisation aus Großbritannien, die praktisch verhindern wollen, dass fossile Brennstoffe einfach eingesetzt werden. Dann eben, die sollen also bis 2030, also das ist ja das, was eigentlich alle Klimaaktivisten verbindet, dass sie die fossilen Brennstoffe praktisch aus dem öffentlichen Leben entfernen wollen, beziehungsweise die sollen halt nicht mehr genutzt werden. Aber bei Just Stop Oil, die wollen das eben bis, glaube ich, 2025 schon erreichen. Also ne, die sind halt da noch ein bisschen radikaler unterwegs. Und sieht man auch nochmal rechts, ich glaube, das Bild mit dem beschmierten Gemälde, das haben wir auch alle schon in den Zeitungen wahrgenommen. Dann auch die... hat da tatsächlich mal die ARD dazu geschrieben, was sagt das Strafrecht, als die Radfahrerin in Berlin letzten Endes dann eben auch verstorben ist, dadurch, dass eben die Klimaaktivisten sich dort auf die Straße geklebt hatten und sie hatte halt einen Unfall und das Rettungsauto ist nicht durchgekommen, was dann eben letzten Endes zu Verzögerungen kam, was eben auch die Ärztin belegt hat, also die Chirurgin, die eben dann gesagt hat, also wäre es nicht zu der Verzögerung gekommen, dann würde diese Radfahrerin heute noch vermutlich noch leben, weil eben dann sie rechtzeitig hätte gerettet werden können. Ja, also da war dann auch die Debatte, ob das, was die tun, eben wirklich noch friedlich ist oder ob das nicht eben auch schon strafrechtlich relevant ist. Und eben das Neueste von heute ist, dass sie tatsächlich jetzt auch als kriminelle Vereinigung gehandelt werden. Ja, genau. Was ist aber ihr Selbstverständnis? Das sieht man, also das hat man direkt auf ihrer Website. Wir sind die letzte Generation vor den Kipppunkten. Wir müssen schnell handeln. Ich glaube, was wir in den nächsten 3 bis 4 Jahren tun, wird über die Zukunft der Menschheit entscheiden.
Ja, und ich denke, das fasst eigentlich sehr gut zusammen. Letzten Endes ist es eine Endzeit-Sekte, würde ich jetzt schon fast sagen. Und zwar wollen die verhindern, dass praktisch weitere Lebensgrundlagen zerstört werden. Und sie möchten die Bundesregierung dazu auffordern, einen Gesellschaftsrat einzuberufen, der Maßnahmen erarbeitet, wie Deutschland bis 2030 die Nutzung fossiler Rohstoffe beendet. Sie sagen selbst, wir fordern, dass die Regierung öffentlich zusagt, die mit den erarbeiteten Maßnahmen verbundenen Gesetzesvorhaben in den Parlamenten einzubringen. Wir fordern, dass die Regierung die für die Maßnahmen und Gesetzesvorhaben nötige Überzeugungsarbeit im Parlament leistet. Wir fordern, dass die Regierung öffentlich zusagt, nach Verabschiedung der Gesetze diese in einer beispiellosen Geschwindigkeit und Entschlossenheit umzusetzen. In einem Gesellschaftsrat möchten wir, dass Menschen zusammenkommen, die aus allen Bevölkerungsschichten Deutschlands zusammengewählt werden und damit die Wissenschaft und die Zivilgesellschaft vollständig repräsentieren. Ja, also das ist ihr Ziel. Sie möchten praktisch die Klimadiskussion auf ein neues Level heben, indem praktisch alle Bevölkerungsschichten, indem alle Minderheiten und alle Deutschen letzten Endes daran mitdiskutieren können und eben gemeinsam Konzepte entwickelt werden, wie man die Klimakatastrophe verhindert. Und diese Klimakatastrophe sehen Sie in den Kipppunkten, die erreicht werden, wenn bis 2030 das Klima noch 1,5 Grad weltweit steigt. Das ist aber nicht überall praktisch so. Also das ist nicht am Äquator so wie zum Beispiel jetzt in unseren Breitengraden, sondern es wäre dann am Äquator 4 Grad und eben mehr oder weniger in der Antarktis wäre es halt nichts. Also diese 1,5 Grad sind durchschnittlich gesehen. Aber sie sagen eben, wenn eben insgesamt durchschnittlich gesehen das Klima um 1,5 Grad steigt, dann ist es eben mehr oder weniger der komplette Tod der Regenwälder. Und ja, das komplette Aussterben der, Moment, was war es, der Riffe, also praktisch die, wo habe ich es, die, ja, Amazonas Regenwald und dann eben die, ja, die Riffe, also praktisch, dass die Korallenriffe sterben. Und das wird zusammengefasst unter Kipppunkten, also letzten Endes sagen sie, es gibt bestimmte klimatische Veränderungen, die nicht reversibel sind. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der Amazonas-Regenwald stirbt, dann beschleunigt der das Eintreten weiterer Kipppunkte, die eben das Klima nachhaltig so verändern, dass ich als Menschheit eigentlich keine Chance mehr habe zu überleben. Und das ist der Grund, warum sie sozusagen so vehement auf ihre Ziele bestehen und sagen, wir müssen jetzt unbedingt was tun, und zwar jetzt eigentlich schon gestern, und vorgestern wäre es noch besser gewesen. Ja. Und das, was wie Sie das erreichen wollen, ist eben, Sie sagen, wir möchten mehr gesellschaftlichen Druck aufbauen. Und zwar, wir müssen 3,5% der Bevölkerung mobilisieren, also nicht nur erreichen, sondern mobilisieren, um Systemveränderungen zu erreichen. Und dazu müssen wir eben eine anpassungsfähige, belastbare Kultur der Regeneration, müssen wir uns überlegen, wie das geht, also wie wir die sozusagen entwickeln und die dann eben auch umsetzen. Und dabei wollen wir uns auch gleichzeitig dem toxischen System annehmen, was eben Ungerechtigkeit zustande bringt, was hierarchische Machtstrukturen festigt. Und die wollen wir überwinden und eben für eine gerechte Teilhabe sorgen. Und gleichzeitig möchten wir aber eben auch Dezentralität und Selbstbestimmung in unser System einführen. Also sie verstehen sich als Demokraten, sie verstehen sich eigentlich als schon fast ja, kollektive Demokraten und sagen, wir möchten gerne, dass alle mit dem gleichen Recht an der Debatte teilhaben können. Und also sie möchten das System auch verändern, grundlegend, aber eben dem Klima zulieb. Ja, hier habe ich noch ein paar Forderungen aufgeschrieben, die sie umsetzen möchten und die sie eben in direkter Verbindung zu ihren Zielen sehen. Das ist einerseits bis 2030 eben die Nutzung fossiler Rohstoffe zu beenden und dann eben auch das Tempolimit von 100 km/h und das dauerhafte 9-Euro-Ticket einzuführen. Fand ich ganz lustig, kam wirklich als zweiten und dritten Punkt, und dann eben der Gesellschaftsrat. Der Gesellschaftsrat, wie gesagt, das ist letzten Endes nichts anderes als, man nimmt eine Stichprobe aus der Bevölkerung und damit geht man sicher, dass man irgendwo alle dabei hat, und die müssen dann entscheiden. Also es orientiert sich, denke ich, so ein bisschen an einem ganz altlinken Konzept, was wir alle kennen. Das sind die Räte gewesen, also die, ja, wo man praktisch aus jeder Firma eine Stichprobe genommen hat, und diese Firmen haben dann wiederum ein Parlament gebildet und daraus kam dann wieder ein Parlament zustande, und
Ja, aber diese Vertreter durften dann eben auch immer nur das sprechen, was sie beauftragt waren zu sprechen. Das ist hier ein bisschen anders. Hier hat jeder halt seine eigene Stimme, aber man will eben sicher gehen, dass wirklich alle irgendwo repräsentiert sind. Und da wird auch kein Unterschied gemacht zwischen Arbeitenden und Nichtarbeitenden, zwischen Kindern und Alten. Also das ist wirklich der Gesellschaftsrat soll wirklich maximal einfach sein. Also ne, wirklich eine Stichprobe der Bevölkerung. Ja. Hm. Genau. So, und wie verstehen Sie sich selber? Naja, ich denke, da können wir uns schon ein ganz gutes Bild machen, wie Sie sich selber verstehen. Halt Mahner und Propheten ist eigentlich sozusagen Ihr Selbstbild. Auch ein bisschen, da kommen auch noch ein bisschen der Märtyrer dazu, wenn man betrachtet, dass Sie eben auch in das Gefängnis, also Sie würden eben auch tatsächlich ins Gefängnis gehen. Und Sie möchten eben das Ganze tun, weil Sie sich als diejenigen sehen, also als die Erleuchteten sehen, deswegen habe ich hier rechts auch nochmal Platons Höhlengleichnis drin, sie sehen sich als diejenigen, die tatsächlich mit die Einzigen sind, die verstehen, dass wir jetzt handeln müssen, weil ansonsten eben die komplette Katastrophe droht. Und das wird eben mit den Kipppunkten, die man auch, wenn man einfach mal Kipppunkte bei Google eingibt oder Points of No Return, sehr schön emotionalisiert und leicht erreichbar, auch tatsächlich in Google präsentiert. Also es ist nicht so, dass das mit den Kipppunkten jetzt tatsächlich irgendwie verstecktes Wissen wäre oder so, sondern es wird mehr oder weniger sogar auf den Kinderseiten erwähnt. Deswegen, ja, also das sind, es ist das verborgene Wissen, womit sie sich eben als die Erleuchteten betrachten und durch Straßenblockaden und Protest laufen und generell gewaltfreien Protest versuchen, eben immer mehr Menschen zu erreichen, damit sie eben, damit es eben dann immer noch mehr Leute gibt, die eben dann genau dasselbe denken. Ja, was ich noch vielleicht als eigene Anmerkung dazu sagen möchte, ist, ich kenne jemanden, der dort mitmacht und ich habe eigentlich einen sehr guten Eindruck von ihr bekommen. Das ist so, dass sie tatsächlich Lehramt studiert hat, ihr Studium für die Bewegung abgebrochen hat, weil sie eben jetzt voll auf beschäftigt ist, dort ja, Veranstaltungen mit zu moderieren, beziehungsweise eben auch ja, neue Mitglieder zu werben. Und sie sagt, sie ist eigentlich eine sehr demokratiebegeisterte Person, nur eben mittlerweile auch entgeistert, weil sie eben sieht, wie die Eliten laut ihr tatsächlich eben nicht den Willen des Volkes vertreten, sondern zum Beispiel das Pariser Klimaabkommen bis 2030 eben ja komplett heuchlerisch ist, weil das eben nichts bringt, weil selbst wenn du das ja, wenn du praktisch deine CO2-Emissionen bis 2030 so weit reduzierst, wie das Klimaabkommen will, würdest du trotzdem nichts fürs Klima tun und du würdest diese Kipppunkte halt nicht verhindern. Und deswegen sieht sie sich selber in der Pflicht, das tatsächlich so umzusetzen und ja, distanziert sich auch ganz stark von allen, die das nicht genauso sehen wie sie und versucht eben, ja, da sozusagen immer mehr Leute mit zu versammeln, die es genauso sehen wie sie. War auch schon selber im Gefängnis tatsächlich und wäre auch bereit, nochmal ins Gefängnis zu gehen dafür. Ja, also grundsätzlich, ja, solche Leute gibt es, die ist auch ungefähr in meinem Alter, also die ist ungefähr um die 27, ja. Und so läuft es bei denen, also von der Organisation her, ich habe ja gerade schon von einer erzählt, die da mitmacht, dass geht grundsätzlich los, dass man eben in so einem Workshop sitzt. Das wäre jetzt, überall in Deutschland gibt es da eben kleine Vorträge, wo man dann so zu zehnt zusammensitzt und eben mal fragt, wie ist denn das bei euch? Was macht ihr so? Warum macht ihr das? Und eben die allgemeine Mission mitgeteilt bekommt. Dann vernetzt man sich und dann kann man hier so einen Zettel ausfüllen. Den sieht man, den hat man auch auf der Website direkt. Also da steht dann eben, was wirst du gegen die Klimakatastrophe tun? Ich bin bereit, wiederholt friedlich zivilen Widerstand gegen die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen zu leisten, zum Beispiel eine längere Haftstrafe zu riskieren oder zum Beispiel auch generell einfach Widerstand zu leisten, einmalig eine Straße zu blockieren oder eben generell irgendwie anders mitzuhelfen, zum Beispiel in der Logistik oder beim Kochen. Und so wie mir das erklärt wurde, ist es dann auch so, dass eben das, was jetzt auf der Website erwähnt wird, was jetzt zum Beispiel die Protestmärsche betrifft oder auch die angemeldeten oder unangemeldeten Demonstrationen, dass es nicht das Einzige ist, was sich da ergibt. Also da bildet sich natürlich auch ein Netzwerk raus. Und das sieht man hier rechts mit dem Bild. Das ist jetzt nicht von der Website von der letzten Generation, sondern von Extinction Rebellion, von der ich weiß, dass eben viele Leute von Extinction Rebellion dort auch mitlaufen.
Und zwar ist das, dass sie eben wirklich 3,5% der Bevölkerung mobilisieren wollen. Und zwar möchten sie nicht nur die, die sowieso schon aktiv sind, haben, die bei ihnen mitmachen, sondern sie möchten eben schrittweise immer mehr Leute zu sich holen, bis eben dann genug Druck auf der Straße ist, dass die Regierung auch sich ehrlich mit den Zielen beschäftigt, der Klimabewegung, und dann eben die Ziele eben auch radikaler versucht umzusetzen und eben nicht so heuchlerisch und tatsächlich so grundgesetzbrüchig, wie sie das eben momentan tun würden. Denn das, was eben die Klimabewegung sagt, ist, momentan kommt die Regierung ihrer Aufgabe, das eigene Volk zu beschützen und den Gesellschaftsvertrag einzuhalten, eben nicht nach. Und deswegen sehen sie sich auch selber in der Pflicht, die Demokratie bzw. das System zu verbessern und zu retten. Ja, dazu möchten sie eben, also rufen auch die letzte Generation selbst zur Solidarität zwischen den einzelnen Klimabewegungen auf. Also es ist, wie gesagt, wenn man jetzt sagt, das ist jetzt Extinction Rebellion oder das ist jetzt hier Just Stop Oil, ist eigentlich relativ egal, weil die wollen schon zusammenarbeiten. Also ich meine, natürlich sind es unterschiedliche Webseiten und die haben geringfügig unterschiedliche Ziele, aber die wollen explizit als Querfront zusammen immer mehr Menschen erreichen. Genau, so. Und dann würde ich jetzt mal kurz auf die Klimabewegung aus libertärer Sicht eingehen. Ich denke, der erste Punkt, der uns bestimmt schon aufgefallen ist, ist die Orientierung. Ne? Also bei der Klimabewegung geht es natürlich um den großen Feind. Das Klima wird gefährdet von denjenigen, die eben nicht sehen, dass es gefährdet ist. Und es kann nur gerettet werden von denjenigen, die es sehen. Also es ist eine ganz krasse Wir-gegen-die Sichtweise, Ideologie, und die mobilisiert natürlich dann das Kollektiv. Also man versucht eben zusammen gegen etwas zu sein oder zusammen für etwas zu sein. Und das ist natürlich ganz gegensätzlich zur libertären Sicht, wo sich wirklich am Individuum orientiert wird, woraus dann natürlich auch letzten Endes das NAP, also das Nicht-Aggressionsprinzip, entspringt, dass man eben niemanden Gewalt antun soll, außer es ist Notwehr. Und das ist, denke ich, also das ist ja eigentlich die einzige Regel, die die Libertären kennen. Sie versuchen, allen anderen so wenig wie möglich ins Handwerk zu pfuschen, so wenig wie möglich wegzunehmen oder sie fremd zu bestimmen und fordern dafür eben, dass es auch mit ihnen nicht gemacht wird. Und da erübrigt sich eigentlich so ein kollektives Denken schon mal ganz grundsätzlich. Also dass man sagt, wir müssen jetzt zusammenstehen. Ich riskiere meine eigene Zukunft. Ich gehe ins Gefängnis für etwas, also für die Sache, die gesamte Gesellschaft betrifft, würde eigentlich ein Libertärer, also zumindest würde ich das so sagen, würde ein Libertärer nicht tun. Und dann natürlich es steht auch das Recht auf Selbstbestimmung und privates Eigentum dieser Klimabewegung extrem entgegen, weil natürlich Libertäre, wenn sie sagen, ich bin eigentlich mein eigener Mensch, ich darf meine eigenen Entscheidungen treffen und ich lebe nicht für das Kollektiv, sondern ich lebe erstmal grundsätzlich für mich und dann tue ich natürlich mein Bestes für die Gesellschaft, aber immer mit Blick auf mich selber und immer mit Blick darauf, dass ich eben auch nicht von der Gesellschaft irgendwie vergemeinschaftet wäre. Da leitet sich natürlich dann auch ab, dass man selbstbestimmt erstens mal und autonom Entscheidungen treffen kann, und das steht eben dem kollektiven Prinzip entgegen, aber eben auch, dass man privates Eigentum hat, was natürlich auch wiederum nicht vereinbar ist mit einer, mit einer Weltuntergangsfantasie von, wir möchten jetzt Eigentum vergemeinschaften oder wir möchten Ressourcen gesellschaftlich vereinbart nutzen, weil ansonsten sind sie halt alle. Genau. Also das aus libertärer Sicht. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, vielleicht können wir ja trotzdem mal diskutieren, vielleicht gibt es ja Gemeinsamkeiten zwischen uns und denen und vielleicht ist ihr Aktivismus auch gerechtfertigt. Wo ist für euch die Grenze zur Demokratie, beziehungsweise würdet ihr sagen, ihr Aktivismus ist einer, der mit Demokratie eben vereinbar ist, und ja, vielleicht haben wir sogar die gleichen Ziele. Genau. Und für alle, die sonst noch irgendwie daran interessiert sind, ob jetzt praktisch der menschengemachte Klimawandel stimmt oder nicht, ob das eine Sache ist, die man mal sich zu Gemüte führen sollte oder nicht, habe ich hier noch einen englischen und einen deutschen Link per QR-Code einfach scannbar, wo mal die schönsten Klimawandel-Widersprüche aufgezeigt werden. Genau, und damit würde ich in die Diskussion gehen.
Hat einer von euch zum ersten Punkt, gibt es vielleicht Gemeinsamkeiten zwischen uns und der Klimabewegung? Hat jemand dazu eine Meinung? Ja, ich denke schon. Wir wollen natürlich als Libertäre auch die Umsetzung der Welt so, wie wir sie uns vorstellen. Und ich frage mich gerade, warum kleben wir Libertären uns eigentlich nicht auf die Straße, halten den Verkehr auf, um unsere Ziele durchzusetzen? Weil die arbeiten gehen müssen. Das ist schon mal ein starkes Argument, ja. Das war eine gute Antwort. Das könnte ja jeder sagen, der ein Anliegen hat. Ja. Der könnte also, sich auf die Straße kleben. Ich weiß es zufällig, da gab es auch eine Aktion, also dass das schon, das ging zwar mehr Richtung identitäre Bewegung oder sowas, aber in Österreich haben das auch schon welche gemacht für ganz andere Ziele. Also dieselbe Methode des Anklebens angewandt, aber halt für einen anderen Zweck, für ein anderes sogenanntes höheres Ziel. Ja. Gut, für uns wäre es natürlich einfach eine Form der Ausübung von Zwang. Ne? Wir würden niemanden zwingen. Jeder von uns, der sagt, ja, ich sehe die Gefahr, dass unser Klima kippt, der würde sagen, gut, dann kaufe ich mir eine Wärmepumpe, dann schaffe ich mein Auto ab und fahre mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit. Würde jeder machen, aber keiner von uns würde auf die Idee kommen, andere Menschen zu zwingen. Ja, genau, das ist, denke ich, auch die Sache. Sie sehen sich ja selber auch nicht als welche, die prinzipiell gewalttätig sind. Sie haben tatsächlich, also jeder von diesen einzelnen Organisationen hat auf der Website stehen, dass sie sich natürlich, also dass sie nicht gewalttätig sind und dass sie auch ihr Gesicht zeigen und dass sie praktisch öffentlich auftreten, also nicht irgendwie wie der Antifa oder so. Und sie distanzieren sich da auch in gewisser Hinsicht davon, aber es ist eben trotzdem ein großer Unterschied, letzten Endes zu sagen, ich möchte jetzt, dass andere Menschen meine Ziele verfolgen, was ja letzten Endes nichts anderes ist, wie so einer Weltuntergangssekte mit anzugehören. Oder ich möchte eben einfach, dass andere Menschen meine Ziele respektieren. Und ich denke, hier ist vielleicht auch ein Unterschied zu den Libertären. Mhm. Also es gibt kaum Aktivisten, die sich so dermaßen unbeliebt gemacht haben wie diese Klimakleber. Also, und ja. Ob die Sache jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, den Leuten sich in den Weg zu stellen, die Leute zu blockieren, während die ihren tagtäglichen Geschäften nachgehen. Das kann nicht funktionieren. Das kann der Sache auch nie immer dienlich sein. Ich habe gerade gehört, dass die auch reichlich Spendengelder bekommen. Aber es liegt wahrscheinlich nur an der medialen Aufmerksamkeit. Also es ist wirklich nicht klug, wenn man sich für eine Sache einsetzt, dass man da die Straßen blockiert. Und es ist eben auch gefährlich. Da möchte ich kurz was dazu sagen. Habe ich ja vorhin schon in der informellen Runde gesagt. Aber die meisten Spenden werden wohl anscheinend von diesen Klimaklebern eingenommen, wenn sie eine radikale und neue Aktion gemacht haben. Zum Beispiel hatten wir das ja im Dezember mit der Spitze vom Weihnachtsbaum, die abgesägt wurde. Oder auch mit den Bäumen vom Kanzleramt, die abgesägt wurden, als Zeichen dafür, dass eben die Klimakrise droht und dann eben keine weiteren Bäume mehr wachsen können, beziehungsweise eben die Spitze des Eisbergs, des Weihnachtsbaums abzusägen. Sozusagen als symbolischer Akt. Das sind alles Aktionen, die tatsächlich zwar von uns, also mit unserem libertären Blick, halt als komplett dumm wahrgenommen werden, aber eben von denen, die das unterstützen, absolut nicht, weil die das eben vertreten. Und es gibt tatsächlich immer noch sehr viele schweigende Menschen, also natürlich schweigende, von der schweigenden Mehrheit, denke ich, muss man nach den neuesten Umfragen nicht rechnen, nichts, also es ist nicht so, aber es gibt trotzdem sehr viele Grüne, die insgeheim grün sind und nicht öffentlich und die dann eben trotzdem sagen, ja Mensch, eigentlich geht es in die richtige Richtung, ihr tut das Richtige, ihr setzt euch für eine richtige Sache ein und deswegen spende ich euch jetzt. Und das ich meine, ist es ja gerade, ist es denn eine richtige Sache? Ist die Sache denn sinnvoll? Ja, das ist halt die Frage, ne? Also ich meine, wir wissen ja, dass es nicht sinnvoll ist, weil wir sehen ja hier die Links und wir haben uns auch ordentlich belesen und wissen, dass das eigentlich nicht sinnvoll ist, weil es keine Klimakatastrophe gibt. Aber das Problem bei diesen Jugendlichen ist eben, was ich auch selber gemerkt habe, dass die zum Beispiel nicht wissen, was der Club of Rome ist. Also die haben da schon mal davon gehört, aber die wissen nicht, wie Klaus Schwab praktisch damit zusammenhängt, dass das eine geförderte Agenda ist von unterschiedlichen Hintermännern und nicht nur Klaus Schwab, aber eben vor allem eigentlich von den Wirtschaftseliten, wo sie ja selber davon sagen, dass sie nicht mit denen zusammenarbeiten wollen und dass die eigentlich für das hierarchische System stehen, was sie gerne abschaffen wollen. Also das sind alle möglichen Teile der Kreise der Eliten, die da bei der Klimasache ihre Finger im Spiel haben. Ich weiß, ja, dass die Gettys solche Aktivisten gerne finanzieren. Tierschutzaktivisten, Extinction Rebellion und eben auch diese Klimakleber.
Ja. Und das, es gibt auch so einen Kerl wie George Soros, der halt auch ein Geldverteiler ist für verschiedene Formen von Aktivismus, teilweise auch extremistischer Aktivismus, meistens auch linker Aktivismus. Und wenn solche Leute das Ganze finanzieren, dann kann da auch nichts Gutes bei vorkommen. Auch Libertäre werden teilweise aus den Kreisen der Eliten finanziert. Das sind dann die Kochbrüder, die dann vielleicht, die dann vielleicht auch diesen Klima, die Klimaskeptiker finanzieren. Also, ja. Ohne Spenden geht es nicht, denke ich. Ich denke auch nicht, dass ich meine, man muss solche Gelder annehmen, sonst hat man einfach keine Chance. Man hat auch Konkurrenten. Nur, das ist halt keine schöne Form von Aktivismus, die von den Eliten gefördert wird. Das ist gerade dieser schädliche, dieser hirnverbrannte Aktivismus, der von solchen Leuten finanziert wird. Ja, na, vor allem ist es halt schade, weil diese Leute, wenn man die halt wirklich anspricht, auf zum Beispiel, dass das IPCC eben wirklich querfinanziert wird von Einzelnen, also zum Beispiel unter anderem von Schwab, und da natürlich direkte Interessen dabei liegen, dass eben bestimmte Ergebnisse rauskommen. Also wo eben dann eben auch Leute, die nicht mehr bei der IPCC arbeiten, gesagt haben, das, was die rausbringen, das stimmt überhaupt nicht mit diesem 1,5 Grad bis 2030. Das macht erstens keinen Sinn, sowas überhaupt durchzusetzen. Zweitens mal würdest du es überhaupt nicht hinkriegen mit CO2-Emissionsbeschränkungen. Solche Fakten, die wir eigentlich dann doch relativ flüssig dann auch herbeten können, sind nicht bekannt dort. Gutes Stichwort gesagt. IPCC-Bericht, den müsste man eigentlich vollständig lesen. Und wenn man den vollständig liest, je nachdem, welche Ausgabe es gerade ist, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus, weil sie sich auf nichts festlegen. Man darf nicht nur die ersten Seiten für die Regierungen lesen, sondern wirklich alles. Und da steht alles unter Vorbehalt, weil diese Klimamodellierungen nach dem Zufallsprinzip arbeiten und auch noch es gibt Faktoren, die praktisch, wenn du zu verschiedenen Zeitpunkten Parameter eingibst, kommen unterschiedliche Ergebnisse heraus. Rückkopplungen. Redest du über die Klimacomputermodelle? Genau. Also es gibt da viele Möglichkeiten, das zu manipulieren. Und der Code, der Quellcode, der Compiler-Code von diesen Simulationen müsste mal überprüft werden. Und die Klimamodelle, diese Computersimulationen, die da gemacht werden, die werden dann halt auch in den Labors gemacht vom Militär, von der britischen Luftwaffe, und das US-Militär steckt dahinter. Das geht dann auch wieder in die Kreise der Eliten rein. Das sind dann auch wieder Organisationen, denen du nicht vertrauen kannst, weil die auch geheimdienstlich arbeiten. Und Täuschungsmanöver und Spoofing-Attacks, das gehört zu deren täglich Brot. Das ist halt deren Arbeit, andere Leute zu täuschen. Und die werden nimmerdings echte Klimadaten oder Wetterforschungsdaten an die Öffentlichkeit geben, weil das auch für feindliche Militärs interessant sein könnte, Wetterdaten zu bekommen. Also das Wetter zu verstehen und wie sich das Wetter in den nächsten 5 Jahren oder 50 Jahren entwickeln könnte, das ist halt äußerst wichtig fürs Militär. Naja, mal ganz abgesehen davon, dass Geoengineering natürlich auch was mit dem Militär zu tun hat und es denen natürlich nützt, wenn sie die wissenschaftlichen Daten zum Wetter so manipulieren können, dass eben nicht rauskommt, dass sie Geoengineering betreiben. Also ich meine, das wird ja dann auch mit dazu zählen, denke ich. Einmal das, aber es gibt auch diese Spoofing-Attacks. Das heißt, da würde zum Beispiel USA Russland mit falschen Wetterdaten füttern und bestimmte Daten manipulieren, damit die falsche Schlüsse ziehen. Und damit die halt ihre Schiffe oder Flugzeuge zur falschen Zeit an den falschen Ort schicken. Ja gut, es kann auch dazu kommen. Ich denke allerdings, was jetzt Wetteraufzeichnungen betrifft, ich glaube, da orientiert sich wirklich jedes Land mehr oder weniger schon an seinen eigenen Daten. Man kann es ja auch selbst messen. Aber was jetzt zum Beispiel die generellen Klimadaten betrifft, da ist natürlich wirklich das IPCC eigentlich das, was international die ganze Zeit zitiert wird. Und wenn man dann in einer Runde mit Leuten sitzt, dann will man natürlich irgendwo auch über Fakten reden und nicht nur über, was machen wir denn, wenn in 10 Jahren dann tatsächlich die Klimakatastrophe da ist und dann sterben wir alle, blabliblub, und die armen Tiere und die armen Eisbären, bla. So, weil normalerweise geht es nämlich leider irgendwie nur in die Richtung, habe ich festgestellt, aber nicht, also es orientiert sich wirklich selten daran, dass man mal diskutiert, was macht denn eigentlich Sinn, 1,5 Grad oder 3 Grad? Und wie ist denn das mit CO2? Wie viel haben wir davon überhaupt in der Atmosphäre? Und wie ist denn das mit anderen Stickoxiden oder Stickgasen? Und wie würden wir das überhaupt hinkriegen, die Wirtschaft so zu reduzieren? Und haben wir überhaupt die Fähigkeiten dazu,
selbst wenn wir jetzt eben diese 3,5%, von denen Sie sprechen, mobilisieren würden, wäre das möglich, dass diese Leute dann auch tatsächlich die Wirtschaft so verändern? Und international gesehen würde das überhaupt Sinn ergeben? Wir kennen alle China. Und das finde ich eigentlich sehr faszinierend, weil diese Leute, die kennen schon die internationalen Fakten, aber irgendwann irgendwie überwiegt da auch einfach der pure Enthusiasmus und eben der Weltveränderungsgeist, dass man sagt, eigentlich ignoriere ich die Fakten, weil alle anderen machen es vielleicht auch so und ich kriege vielleicht auch die Rückmeldung, dass ich das Richtige tue. Also mache ich es einfach. Ich gehe einfach ins Gefängnis dafür. Und das finde ich sehr schade, weil ich habe eigentlich gelernt, die Leute wirklich zu respektieren, weil sie eben tatsächlich was tun, weil sie sich nicht zurücklehnen und sagen, fahren wir mal gegen die Wand, ne? Sondern sie sind halt wirklich Leute, die idealistisch tatsächlich ihre Ziele verfolgen, was ich prinzipiell einfach sehr gut finde. Also ich finde schon, dass Menschen so handeln sollten, aber als Libertärer würde ich das natürlich niemandem aufs Auge drücken, dass es so machen muss. Und ich denke, wie gesagt, da ist ja auch ein großer Unterschied. Also ich habe mir halt auch die Klimadoku angeschaut von Recenter TV. Also es gibt diesen Alexander Benisch mit Recenter TV, der hat auch seine eigene Dokumentation dazu rausgebracht und ein Buch dazu veröffentlicht. Und dem ist halt wichtig, dass man versteht, dass auch die Militärs dort involviert sind. Und teilweise sind diese Wissenschaftler, die diese Klimaagenda verbreiten, die haben da auch Forschungsarbeiten durchgeführt, um zu schauen, welchen Einfluss das Wetter auf den Einsatz von Giftgas hat. Also besonders moralisch ist das dann halt auch nicht. Und da gibt es halt auch viele Wissenschaftler, die an diesen Klimacomputermodellen arbeiten. Das sind Leute, die ehrlich und aufrichtig einfach nur ihre Arbeit machen wollen, die Wissenschaft machen wollen, und zwar auch ordentlich. Die beschweren sich auch darüber, dass da verschiedene Daten aus verschiedenen Quellen kommen und dass sie sich nur schwer harmonisieren lassen. Und dass diese Arbeit und dass der Umgang mit den Daten, dass das teilweise auch keinen Sinn ergibt, dass man dann teilweise auch zu keinem aussagekräftigen Ergebnis kommt. Wissenschaftler verstehen diese Klimasimulationen auch nicht so als exakte Wissenschaft, sondern vielleicht als so eine Sache, an der man sich eventuell noch orientieren kann. Also eine Sache, die man vielleicht nicht übersehen sollte. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass das für die Militärs schon nützlich ist, aber das Ganze muss sich noch sehr viel weiterentwickeln. Und ja, es ist halt unter der Kontrolle der Militärs. Das heißt, wir bräuchten eigentlich zivile Klimaforschung. Und es wäre schon echt hilfreich, wenn man das vorhersehen könnte, ob es dann Überschwemmungen gibt, ob es dann starken Sommer gibt. Für die Landwirtschaft wäre das halt sehr wichtig. Das heißt, irgendwie müsste man auch zivile Wetterforschung und eben auch Klimaforschung haben. Und Klimaforschung wäre langfristige Wetterforschung, sodass man vielleicht für die nächsten Dekaden das Wetter voraussehen kann. Das wäre gut, sowas zu haben. Zu sowas empfehle ich dir wirklich einen der beiden Links, weil ich glaube, das war der deutsche Link. Also der untere, da haben eben auch wirklich unabhängige Wissenschaftler, also letzten Endes unabhängige Wissenschaftler gibt es ja nicht, ne, die sind ja immer finanziert, aber Wissenschaftler aus unterschiedlichen Geldtöpfen sind zusammen auf dieselben Ergebnisse gekommen und haben sich eben abgesprochen darüber, dass sie eben also über ihre Ergebnisse beraten, Peer Reviews und so weiter angefertigt und dann eben festgestellt, dass das, was sie, also ja, sind dann eben zu den Ergebnissen gekommen, die eben in dem Bericht stehen, eben zum CO2, zu den Maßnahmen der Bundesregierung, zu den Zielen von Paris etc. Kannst du dir da mal durchlesen. Also zu welchen Ergebnissen sind die gekommen? Sind das jetzt Klimaalarmisten oder Skeptiker? Glauben die, es gibt dann Klimakatastrophen oder so? Skeptiker. Also Skeptiker. Wissenschaftler, die eben sagen, wir glauben nicht an einen Konsens und wir haben auch Beweise dafür. Also die gibt es schon und ich glaube, das ist ganz natürlich, dass eigentlich Menschen, die irgendwo festgestellt haben, dass sie was wissen, was andere nicht wissen, da sind wir ja wieder bei der Diskussion mit dem Märtyrer und mit dem Erleuchteten, dass sie das auch versuchen, in die Gesellschaft zu tragen, nur eben manche werden gesehen und manche werden nicht gesehen und da sind wir dann wieder bei den Spendengeldern. Ja. Ich finde es jedenfalls gut, dass wir in Deutschland das IKE-Institut haben. Soweit ich weiß, sind die halt nicht aus fragwürdigen Quellen finanziert worden. Da gibt es das amerikanische Heartland-Institut und die werden teilweise schon aus fragwürdigen Quellen finanziert, teilweise auch die Koch-Brüder und alles. Und denen hätte ich halt weniger Vertrauen, auch wenn ich glaube, dass sie soweit inhaltlich recht haben. Je nachdem, was die inhaltlich bringen. Ja. Aber wenn wir jetzt die vier Fragen uns anschauen, was haben wir denn mit den Klimaklebern gemeinsam? Ich meine, wir setzen uns für eine Sache ein, wir sind Aktivisten, wir sind auch politisch engagiert. Aber da fällt mir nicht viel ein, was wir mit denen gemeinsam haben. Und ich würde nie mehr hingehen, nach dem, was ich da so gesehen habe, wie damit umgegangen wird in den Medien und wie die Leute da ausrasten, würde ich nie mehr hingehen, mich den Leuten in den Weg stellen. Ich meine, wir hatten so cleveren Aktivismus, so, warum demonstrieren gehen, wenn du auch Kuchen essen kannst? Dann legt man die Leute halt ein, mal an den Stand zu kommen, dann kriegen die kostenlos Kaffee, kostenlos Kuchen. Das war clever. Es gab so eine georgische libertäre Partei, die bieten den Leuten eine kostenlose Autofahrt an.
Das heißt, so ein Freiheitstaxi, die fahren sich schon kostenlos von A nach B, aber unterwegs wollen sie sich halt mit dir unterhalten und die libertäre Sache den Leuten näher bringen. Das ist eine nette Idee. Es gibt viele clevere Ideen für Aktivismus. Ich habe auch so Leute gesehen, die beim Covid-Widerstand sind und dann gehen die zu einem bestimmten Zeitpunkt an einen bestimmten Ort, das Rathaus, und die legen dort überall Kerzen aus und dann legen die dort auch so Infomaterial aus und alles Mögliche. Da kommen die Leute vorbei und denken sich, ach, Kerzenlicht. Und dann sieht man halt so kritische Sachen zu den Impfungen und alles. Das wäre cleverer Aktivismus. Dagegen hat keiner was, stört keinen. Das ist auch nicht so laut. Ja. Es wird das halt ist auch nur sehr von den Leuten. Also Kerzen genau. Irgendwo hinzustellen. Ja. Aber was die Klimaaktivisten ja wollen, ist, sie wollen Medienpräsenz. Ja, das bekommen egal, die. Egal welche. Aber die Leute werden die Schnauze voll haben. Wenn die Leute sauer sind, sind die im Fight-or-Flight-Modus. Und die sind dann halt nicht im Rest- und Digest-Modus. Das heißt, oder Rest- und Reflect-Modus. Da geht es nur ums Überleben. Da haben die Leute teilweise auch keinen Bock mehr und sagen so, nein, keinen Bock mehr. Ich will mich mit der Sache nicht befassen und ich will mein Leben leben, verdammt nochmal. Und ich will, dass Benzin bezahlbar ist und Strom, Gas und Energie sollte bezahlbar sein. Ich meine, die ganze Klimaagenda, da steht ein hoher Preisschild dran und da verlieren einige Leute ihre Jobs und das sind teilweise ganze Gebiete, die deindustrialisiert werden sollen. So, der Einsatz von fossilen Brennstoffen soll bis 2030 komplett eingestellt werden. Die Zeit vergeht schnell, wir haben schon 2023. Und ich kann mir diese Welt nicht vorstellen, wo es keine fossilen Brennstoffe mehr gibt. Einfach umdefinieren. Naja. Also, ich finde es halt lächerlich. Ich glaube, die ganze Klimaagenda ist nur dazu da, um den Mittelstand auszubeuten und um Geld zu verdienen und um mehr Kontrolle über die Bevölkerung zu haben. Mehr Planwirtschaft, mehr Bürokratie und mehr Macht in hohe Etagen der Eliten oder in höheren Machtstrukturen. Dann hast du halt ein bürokratisches Monster, gegen das du irgendwann nicht mehr ankommst. Aber wenn du jetzt wirklich die ganzen grundlegenden Forderungen von denen betrachtest, ne, ich kann nochmal zurückgehen, da war hier zum Beispiel mit dabei der Gesellschaftsrat. Ja, aber was genau bedeutet das? Soweit ich weiß, sind diese Gesellschaftsräte auch etwas, was Kommunisten und Sozialisten gemacht haben. Und das war eben nicht zum Wohle der Gesellschaft. Naja, also ich habe ja den Unterschied schon erklärt. Also das Rätesystem war natürlich hier eher an der Arbeit orientiert, aber bei dem Gesellschaftsrat, die wollen eben wirklich, also es ist wirklich einfach nur eine Stichprobe, kannst du wirklich als Stichprobe vorstellen, ne? Also praktisch eine Stichprobe von, was weiß ich, 10 Leuten pro Dorf und die müssen dann miteinander diskutieren. Und das sind dann wir halt ein paar... Per Los ausgewählt. Genau. Per Los. Genau, ja, per Los. Genau. Und das sind dann praktisch die Leute, die letzten Endes abstimmen dürfen über solche großen Fragen wie das Klimasystem und darüber möchten dann praktisch die Parteien, beziehungsweise jetzt die, wie nennt man es, letzte Generation, möchte darüber eben garantieren, dass eben auch tatsächlich sie repräsentiert werden, weil sie sich eben, so wie jede Minderheit, nicht repräsentiert genug fühlt im Parlament und sich auch betrogen und verraten fühlt. Und ich glaube, da hat man doch viel gemeinsam mit denen, oder? Nur ich halte das für keine gute Idee, dass man zufällig für eine Kommune zum Beispiel 10 Leute aussucht und die sprechen dann für die Kommune. Das ist doch. Macht Sinn. Wobei es dann aber auch, dann hättest du auch das Problem mit der Politikerhaftung dann nicht mehr, ne? Dass tatsächlich die Leute bestechlich sind, weil wenn das ein Losverfahren ist, dann weißt du ja nicht, wen du kriegst und dann gibt es auch keine Ansprechperson für denjenigen. Ja, was ist, wenn dieses Losverfahren manipuliert wird? Richtig, nach dem Verteilen der Lose wird dann doch noch selektiert, habe ich gerade heute gelesen. Und zwar nach deren Vorstellungen. Und dann hast du in diesen Gesellschaftsräten irgendwelche Klimaaktivisten, die völlig einverstanden damit sind, dass die Leute in der Braunkohleindustrie zum Beispiel ihren Job verlieren. Ja. Hinzu kommt, dass dieser Gesellschaftsrat ja überhaupt keine Funktion oder in unserer Demokratie nicht vorgesehen ist. Tatsächlich aber ist die Einrichtung dieser Gesellschaftsräte im Koalitionsvertrag vorgesehen, habe ich mich neulich belehren lassen müssen. Dann habe ich gefragt, was hat denn so ein Gesellschaftsrat dann für eine Gewichtung innerhalb unserer Demokratie? Ja, das, was der Gesellschaftsrat beschließt, das ist wie eine Petition. Ja, nun wissen wir alle, wie erfolgreich in den vergangenen Jahren der bundesdeutschen Demokratie Petitionen waren, nämlich null und nichtig.
Also die haben auch dieses, also ob die Sache mit den Gesellschaftsräten sinnvoll ist, ich halte das eben für sinnlos. Nur man kann ja solche Ideen diskutieren. Nur man kann auch zu dem Schluss kommen, dass wenn der Gesellschaftsrat, und so hat es ja gerade auch vor kurzem die Abstimmung über die Klimaneutralität in Berlin gezeigt, wenn also das gewünschte Ergebnis nicht zustande kommt, dann wird man da schon manipulierend oder mit Druck eingreifen. Also ich möchte eigentlich gar nicht in so einen Gesellschaftsrat gewählt werden, weil plötzlich irgendwelche Leute bei mir anrufen und mich bedrohen und mir Druck machen, dass ich bestimmte Entscheidungen da treffe. Kann ich mir durchaus vorstellen. Das ist auch ein Argument. Nur, ich glaube, dass sie auch solche Ziele wie das 9-Euro-Ticket vorschieben. Dass es denen darum eigentlich gar nicht geht, aber dieses 9-Euro-Ticket ist halt sehr beliebt. Also wenn man für 9 Euro deutschlandweit durch die Gegend fahren kann, wer würde das nicht wollen? Dann bezahlt halt der Staat unsere ganzen Monatsmarken und wir müssen für unsere Züge halt nicht so viel Geld ausgeben. Ich habe jetzt, ich meine, das ist staatlich subventionierte Mobilität und auch das ist eine fragwürdige Idee. Das ist überhaupt faszinierend, ne? Wenn wir uns mal das politische Spektrum angucken, was die Klimaaktivisten unterstützt, dann müssen wir doch feststellen, kennt irgendjemand von euch einen Libertären, der sagt, ja, ich habe auch Angst, dass das Klima kippt? Kennt irgendjemand von euch einen Konservativen aus der AfD, der sagt, ich habe Angst vor dem Klimawandel? Komischerweise Moment. Nicht. Ne? Erst je linker die Parteien sind, und wir sehen das gerade an dem Übergangsmodell FDP, ne? Was auf der einen Seite ja noch irgendwo die freie Wirtschaft erhalten will, aber dann innerlich zerrissen ist, weil sie auf der anderen Seite ja auch diese Klimageschichte schon mitgehen wollen. Aber ich kann mir also wirklich vorstellen, dass das irgendwo auch mit der Weltsicht zusammenhängt. Und wenn man sich, ich habe also verschiedene Kontakte auf LinkedIn zu Klimaaktivisten, dann stelle ich auch immer wieder fest, auch das ganze Wording, die Allgemeinheit, die Gesellschaft, das ist alles, es ist alles sozialistisch. Es zielt alles auf eine sozialistische Welt ab. Und wenn ich das, und das habe ich schon bei Greta Thunberg gesagt, wobei also ich verschiedene Fridays for Future Aktivisten gehört habe, die gesagt haben, nee, die Klimakleber, die machen alles kaputt, was wir aufgebaut haben. Also auch das gibt es. Mhm. Aber ich sag mal, wir haben auch so viel Whataboutism, ne? Wenn wir sagen, ihr haltet den Verkehr auf, ne, dann sagen die, na, ist ein Stau mehr oder weniger, es gibt sowieso so viele Staus. Und es kommen Leute zu Tode, wenn ihr den Verkehr aufhaltet. Ja, einen Tod müssen wir doch sterben, ne? Und wenn wir jetzt mal weitergehen, dann wird uns ja immer gesagt, ihr in Deutschland, ihr müsst mit gutem, oder wir in Deutschland, wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Aber wenn ich mir dann mal angucke, wohin soll das alles führen? Dann brauchen wir doch eigentlich eine weltweite Klimaregierung, die diese ganze Lehre auf der Welt umsetzt. Und dann frage ich mich, wann schicken wir endlich unsere Bomber raus, die Kohlekraftwerke in China bombardieren? Ja, also genau, es sind so vor allem Linke, die das Ganze fördern. Mir fällt aber einer ein, der das Ganze unterstützt. Also es gibt da so einen Aussteiger aus der AfD, der ist dann irgendwann abgehauen bei der Jungen Freiheit, weil dem das alles zu rechts wurde, weil die Rechten dort gewonnen haben. Und der ist halt so liberal-konservativ, der ist halt bürgerlich und der glaubt halt an diese Klimaagenda und der glaubt, dass es da ein ernsthaftes Problem gibt und dass man da was tun müsste und CO2 einsparen müsste. Der zum Beispiel. Aber es ist schwer, so müsste ich wirklich lange überlegen, wenn ich da an einen Libertären denken soll, der diese Klimaagenda unterstützen würde. Da gibt es kaum jemanden. Es sind gerade die Libertären, die dagegen angehen. Es sind gerade diese Linken, die das Ganze unterstützen. Teilweise auch dann, wenn die wissen, dass das halt keinen Sinn ergibt. Die wollen halt einfach nur ihr kollektivistisches System etablieren. Da denke ich viel mit der Art des Denkens zu tun und ne, wie man sich auch selber in der Gesellschaft orientiert. Ob man jetzt die Gesellschaft verantwortlich macht für das, was praktisch dann letzten Endes die Zukunft bringt oder sich selber. Ja. Immer sind die anderen schuld. Ne? In diesem Falle, die Klimaaktivisten sagen, es sind die Reichen, die schuld sind. Und wir Libertären sagen, es sind die Greichen. Genau.
Ja, schon. Aber es gibt auch Linke, die genau wissen, dass das halt Unsinn ist mit den Dings, mit dem menschgemachten globalen, der menschgemachten globalen Erwärmung. Aber die wollen halt die individuellen Freiheiten einschränken. Die wollen zum Beispiel erste Weltstaaten wirtschaftlich schwächen und dritte Weltstaaten wirtschaftlich stärken. Die wollen halt Wohlstand umverteilen von einem Land ins andere. Solche Dinge. Und deswegen reden die auch von Klimagerechtigkeit und sowas. Mhm. Die haben auch einen anderen Gerechtigkeitsbegriff generell, ne? Naja, ich finde es halt ungerecht, die Leute auszubeuten und damit dann dieses und jenes zu finanzieren. Sie haben einen anderen Gleichheitsbegriff. Meinst du das, Bettina? Ja, klar. Orientiere sich ja daran. Naja, ich kenne auch Leute, die jetzt mit Kohleenergie jetzt kein Geld mehr verdienen, die dort halt ihren Job verloren haben beim RWE. Einfach wegen dieser Klimaagenda. Und die arbeiten jetzt im Glasfaserausbau. Also es ist schon bitter, so was man... Nachhaltiges Geschäft. Ja, aber damit zerstört man teilweise das Leben von Hunderttausenden und Millionen von Menschen. Das ist nicht in Ordnung. Ich meine, wenn jetzt die Industrie abwandert von Deutschland nach Brasilien zum Beispiel, ist ja schön, wenn die in Brasilien auch mal ein bisschen Industrie haben, Arbeitsplätze und alles. Aber wir machen dabei kein gutes Geschäft. Und jetzt wird das auch öffentlich diskutiert, dass jetzt, ob jetzt Deutschland hier deindustrialisiert wird und was das für die Menschen bedeutet in ihrem tagtäglichen Leben, wenn so ganze Gebiete deindustrialisiert werden. Ich meine, die Leute, wenn die verarmt sind, dann werden die kriminell, die nehmen Drogen, da geht schon vieles den Bach runter. Habt ihr das schon heute gehört? Es gibt eine Neuigkeit aus einem Musterland, das gegen Klimawandel kämpft, Dänemark. Dänemark plant, klammheimlich auch in die Atomkraft einzusteigen. Und ich habe so das Gefühl, dass bei allen diesen Klimamusterschülern eine gewisse Aufrichtigkeit fehlt. Es wird viel propagiert, aber im Hintergrund ist man dann doch vernünftig und macht etwas ganz anderes. Und das ärgert mich maßlos, muss ich sagen. Also ich habe das Gefühl, wenn es ernst wird, dann kommen die Leute langsam zur Vernunft. Genau. Das steht in unserem Parteinamen, ja. Naja. Ja, und die Niederländer halten jetzt die Windräder an, damit die Zugvögel durchfliegen können, habe ich heute gelesen. Ach so. Ist doch eine nette Geste. Absolut. Aber was diese Windräder der Tierwelt antun, ist auch nicht schön. Und diese Infraschallsache ist auch wieder ein Problem. Also Windenergie ist schon sehr fragwürdig. Es gibt schon Einsatzgebiete dafür, wo das Sinn macht, aber naja. Grüne Naturflächen mit Photovoltaikzellen zuzupflastern, damit da drunter nichts mehr wächst, das ist genauso pervers. Also man kann gerne sämtliche Dächer in Städten damit zupflastern. Richtig. Aber hör mal, Solarenergie, das ist doch relativ dezentral. Das kann auch jeder unabhängig für sich nutzen, wenn du das Dachfläche hast und alles. Wenn? Das wäre doch ein Vorteil bei der Solarenergie. Ich meine, es ist nicht grundlastfähig, aber den Vorteil hätte die Solarenergie schon. Also ich weiß, dass es in Österreich tatsächlich auch eine Bewegung gab, beziehungsweise eine Entwicklung, dass man Windräder sich aufs eigene Dach gestellt hat und den Strom genutzt hat. Allerdings ist das genauso wenig sinnvoll wie eigentlich Solarenergie, weil eben einfach die Leistungsdichte so gering ist. Es ist ja einfach die grundlegende Technologie dahinter. Du hast also ein Wind macht keine Energie, Sonne macht keine Energie. Es ist ein großer Unterschied zu radioaktiver Strahlung, zu normaler Strahlung. Das ist einfach, also ein ganz einfaches Prinzip. Und egal, wo du das hinstellst, die Leistungsdichte wird immer extrem gering bleiben. Das heißt, du brauchst extrem viel, ich glaube, das hat man jemand ausgerechnet, du müsstest ganz Bayern zupflastern mit Windrädern oder mit Solarflächen, damit du den gleichen, also das, was jetzt momentan verbraucht wird an Energie, überhaupt erstmal hast. Aber ich meine, unser Energieverbrauch steigt ja, so sehr sich die Grünen auch dagegen sträuben. Das heißt, ne, als nächstes kommt dann Baden-Württemberg dran. Also das macht einfach insgesamt keinen Scheiß Sinn. Und das stört mich eben an der Klimabewegung. Ne? Man muss ein bisschen Idealismus wirklich auch ein bisschen mit Realismus verknüpfen. Ansonsten wird das nichts und es ist einfach nur Träumerei. Und das finde ich sehr schade, weil die haben wirklich gute Leute dabei. Und also finde ich. Und
ja, ich sehe halt tatsächlich Gemeinsamkeiten zwischen uns und denen. Denn zum Beispiel das, was ich eben gehört habe, ist, dass sie zum Beispiel sehr fürs Grundgesetz eintreten, dass sie möchten und dass sie sich natürlich als diejenigen sehen, die das, sich für das Recht einsetzen und die den Leuten, die nicht momentan gehört werden, auch eine Stimme geben wollen. Das heißt, das sind prinzipiell eigentlich offene Menschen, die auch gerne mal mit sich diskutieren lassen. Es sind Menschen, die eben einfach auch aktivistisch aktiv sind, die nicht einfach nur in ihren Bart grübeln und sagen, alles scheiße, sozusagen. Ne? Also deswegen sehe ich da schon Gemeinsamkeiten. Ich finde es halt nur sehr schade, dass sie sich da so abschotten. Dass sie sagen, wir sind eben was Besseres als ihr und wenn ihr nicht unserer grünen Agenda folgt, dann haben wir nichts mit euch zu tun. Und das machen eben viele Linke, leider. Weil sie eben diesen kollektiven Wir-gegen-die-Gedanken haben. Und eben auch einfach leider da überhaupt nicht in der Lage sind, einfach mal zu, naja, um die Ecke zu denken und zu gucken, halt vielleicht haben wir ja doch die gleichen Ziele. Also, du hast die Leute auch persönlich kennengelernt, Bettina. Ich nicht, ich kenne die halt nur über die Medien. Vielleicht gibt es da wirklich gute Leute, die sich dort engagieren. Nur wenn es nach mir geht, können die Leute gern zur Hölle fahren. Also die kotzen mich einfach nur an. Und es ist einfach kein cleverer Aktivismus. Ich meine, ich habe mich schon Gedanken darüber gemacht. Es gibt viele clevere Ideen für Aktivismus. Etwas, das die Leute auch nicht stören, etwas, das die Leute vielleicht auch lustig finden. Und die Leute unterhalten sich auch gerne mal mit einem und so. Die unterhalten sich auch gerne auf der Straße mit den Leuten. Einfach nur, wenn man den Leuten ein Gespräch anbietet oder kostenlosen Kaffee, so kann man auch schon viel erreichen. Man muss nicht jeden erreichen, man muss nicht jeden blockieren, sondern vielleicht nur die wenigen Leute, die sich dafür interessieren. Und du brauchst keine Massenbewegung, um wirklich was zu erreichen. Das heißt, wenn du 3 bis 5 Leute hast, die aktiv an einer guten Sache arbeiten, die da so ein Projekt voranbringen, dann reicht das eigentlich schon. Die können da teilweise mehr bewirken als 5000 Leute, die zu einer Demo gehen. Ja, schon. Also ich sehe da halt nicht viele Gemeinsamkeiten. Ich habe auch nicht wirklich die Leute persönlich mal kennengelernt. Ich habe die teilweise auch in den Videos und alles gesehen. Das sind schon engagierte junge Leute, auch intelligente Leute, auch junge Leute, die es gut meinen. Aber es sind junge Leute, die nicht wissen, was sie tun. Die machen da zivilen Ungehorsam. Die kommen für die Scheiße auch ins Gefängnis. Ja, leider. Und vielleicht steckt da auch ein Plan dahinter, dass man auch will, dass diese ganzen rebellischen Leute, diese jungen, dynamischen Leute ins Gefängnis kommt, dann hat man seine Ruhe und da kann man in Ruhe durchregieren. Also es wird auch sowas wie ziviler Ungehorsam wird auch an staatlichen Universitäten unterrichtet. Das heißt, die bringen den Aktivisten bei, der Staat bringt den Aktivisten bei, auf welche Art und Weise die aktivistisch sein sollen. Ja, gut, das würde ich nicht als zivilen Ungehorsam, sondern das ist ja dann ziviler Ungehorsam. Aber die lernen das an der Uni, an der staatlichen Uni wird das unterrichtet, ziviler Ungehorsam. Eben. Deswegen, also es ist dann kein ziviler Ungehorsam. Ich bin ja selber Student an der Uni, deswegen weiß ich das. Die Professoren sind ja selber eigentlich geboren Jahrgänge der 68er. Das ist sozusagen nicht so, dass die das irgendwie, dass die das im Lehrplan stehen haben, sondern es ist einfach was die mehr oder weniger mit der Muttermilch aufgesogen haben. Also dass es eben zivilen Ungehorsam braucht und der geht eben immer von links aus, weil nach rechts guckt man gar nicht, weil das waren die bösen Nazis von damals. Das sind halt leider unsere Professoren von heute, die sind einfach 68er. Und die motivieren natürlich solche... Moment, Bettina. Die heutigen Professoren sind Boomer, aber sie sind keine 68er, weil die hätten ja dann hätten sie ja nach dem Krieg oder noch im Krieg geboren sein müssen, um 68er zu sein, ne? Habe ich es gerade falsch gesagt? Ja, du hast gesagt, das sind 68er, aber die ein 68er, der ist ja etwa 48 geboren dann, ne? Aber ich glaube, die heutigen Professoren, die sind eher in meinem Alter, sprich es sind Boomer und Gen X sogar. Ja, ich meine jetzt gerade die natürlich nicht, die in den 68ern aktiv waren. Ich meine die in den 68ern geboren wurden. Ja. Ne? Ja, klar. Aber ich meine, die sind ja mit dieser ganzen Klimabewegung aufgewachsen. In den 70ern, 80ern ging das ja los. Ja. Deswegen, die sind ja so sozialisiert. Und wir haben eigentlich... sehr viele Professoren, eben auch gerade viele westliche Professoren, weil im Osten war das mit der Uni ja nicht so eine große Sache. Also ich meine, hier sind nicht so viele Leute an die Uni gegangen. Und wenn dann eben eher für, ich sag mal so Arbeiterberufe, aber diese sozialen Studiengänge sind ja auch ein mehr oder weniger westliches Konzept. Ne? Deswegen ist es ja auch klar, dass viele Professoren, die jetzt eben in diesen Jahrgängen geboren wurden, deren Eltern auch schon Hippies waren, dass die halt einfach so denken und dass es denen überhaupt nicht in den Sinn kommt, dass die Welt vielleicht anders aufgebaut ist als grundsätzlich linksgrün. Ne?
Das ist nicht so, dass die das irgendwie von oben durchgereicht kriegen, dass die das jetzt sagen müssen. Das steht bei denen einfach, das ist bei denen hart programmiert sozusagen. Ja, die müssten aber auch wissen, dass wir das Waldsterben überlebt haben, dass wir die Ölkrise überlebt haben. Dafür dass müssen wir sie kritisch denken. Überlebt haben. Dafür müssen sie zurückgucken und feststellen, ah scheiße, damals lag ich falsch. Aber das ist, machen die nicht. Das ist ja genau jetzt auch wieder diese Atomdiskussion. Jetzt plötzlich zu sagen, wie der Rudi ja auch gemeint hat, wir haben jetzt plötzlich, also wir waren jetzt jahrelang eigentlich gegen Atomkraft. Wir haben sogar dagegen demonstriert, aber jetzt plötzlich sind wir dafür. Normalerweise schämt man sich doch dann. Aber die irgendwie nicht. Halt, ich glaube, da fehlt es grundlegend einfach an der Fähigkeit, vielleicht auch die eigenen Fehler zu tracken, nachzuvollziehen und vielleicht auch dann abändern zu wollen, den zukünftigen ja, Ansatz. Oder es fehlt an der Fähigkeit, vom Mainstream auszuscheren und eine ganz eigene Meinung zu haben. Ne? Mainstream gibt immer eine gewisse kollektive Sicherheit. Ja. Man traut sich einfach nicht auszuscheren. Ja, genau. Was ist eigentlich mit den anderen Fragen? Ist Ihr Aktivismus gerechtfertigt? Handelt es sich um lupenreine Demokraten? Haben die gleichen Ziele? Ich würde jeweils sagen, nein. Ich meine, also gerechtfertigt, wenn Landwirte bestimmte Strecken blockieren, dann habe ich da eher Verständnis, weil es wirklich ein ernsthaftes Problem ist, ein reales Problem. Oder wenn zum Beispiel diese Gelbwesten die Straße blockieren, dann ist die Sache wenigstens eine echte Sache, ein echtes Problem. Die setzen sich ein für die Rechte der Autofahrer und für alle möglichen Ungerechtigkeiten, die in Frankreich laufen. Da würde ich trotzdem nochmal ganz kurz provokant einhaken, nämlich kannst du als Libertärer sowas überhaupt verbieten bei diesem Aktivismus? Oder ist es nicht einfach nur eine Sache, die sie sozusagen selber für sich entscheiden müssen? Nee, also ich glaube, ich würde das verbieten, auch wenn es dann halt nicht mehr libertär ist. Ja. Also ich habe da kein Problem damit, dann nochmal zum Etatisten zu werden. Nur ich würde das schon eine rechtliche Handhabe haben wollen. Mhm. Wenn dort irgendwelche bescheuerten Aktivisten für Tierschutz oder was auch immer die Straße blockieren, dann sollten die sich schon rechtlich angreifbar machen deswegen. Mhm. Sollte gegen das Gesetz sein. Es gibt auch tatsächlich eine Handhabe dafür. Also man macht sich strafbar, wenn man sowas macht, halt wenn man... Weil man dann eben, ich glaube, dann kommt es zur Nötigung. Also wenn du Leute dazu zwingst, von ihren normalen Geschäften eben wegzugehen, also praktisch ja anders zu handeln, als sie es normalerweise tun würden. Und das kann als Gewalt ausgelegt werden, dann wäre das Nötigung. Ja, und deswegen darfst du, wenn du eben in Gefahr bist, genötigt zu werden, kannst du eben auch gewaltfreie Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel eben die Leute selbst von der Straße zerren, wenn du es eilig hast oder so, wenn eben die Gefahr besteht, dass sonst für dich eben ein Schaden entsteht. Also praktisch, du darfst dich selber sozusagen verteidigen gegen diese Nötigung, gegen Gewalt, die dir angetan wird. Ja. Wir sind alle schon mal zu schnell gefahren. Hm? Wir haben auch alle schon mal jemanden vor uns gehabt, der viel zu langsam auf der linken Spur fährt. Die wenigsten von uns haben mal die Lichthupe in diesem Fall benutzt. Hm. Das Benutzen der Lichthupe in diesem Fall ist Nötigung und das wird ziemlich teuer. Und das ist lächerlich, im Vergleich dazu eine ganze Straße zu sperren. Ja. Darf ich mal kurz was sagen? Es gibt ja, glaube ich, auch noch den Straftatbestand gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr oder wie das gleich heißt. Das kommt ja auch noch dazu. Und ich denke, was du gesagt hast, Habib, du musst da gar nicht etatistisch rangehen, weil auch in einer libertären Gesellschaft werden Straftaten ja irgendwie geahndet. Ja? Und die treten hier ja einfach zutage. Du musst ja gar nichts verbieten. Jeder kann ja protestieren. Aber wenn die Person oder Personengruppen dabei Straftaten begehen, wie es meiner Meinung nach hier schon häufig geschehen ist, dann sollte man die Handhabe haben, das zu unterbinden. Also das sehe ich jetzt nicht mal in dem Sinne als etatistisch, sondern einfach als gesunden Menschenverstand, da auch vorzugehen. Welche Frage mich allerdings ein bisschen umtreibt, ist einfach, wenn wir schon so von Strafen, Justiz etc. sprechen, was überhaupt die Zurechnungsfähigkeit der Aktivisten betrifft.
Ja, also die stelle ich jetzt ganz, ganz ehrlich, das ist jetzt nicht zynisch oder so gemeint, weil wenn ich mich jetzt mal versuche, da hinein zu versetzen, und ich mal unterstelle, dass sie das aus edlen Motiven machen, dann sind sie ja tatsächlich davon überzeugt, dass der Planet einen krassen Kollaps bevorsteht und dass wir jetzt nur noch die nächsten 2, 3 Jahre wirklich was ändern können. Das heißt, dass wirklich eine ganz krasse Gefahr abgewendet werden muss. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir würden jetzt irgendeine andere Gefahr sehen und es wäre tatsächlich so, dass der Klimawandel wirkt, also dass der menschengemachte Klimawandel tatsächlich so ist, wie uns häufig vermittelt wird, dann wäre das ja wirklich eine ganz akute Bedrohung. Und da muss man sich ja die Frage stellen, inwiefern hat man jetzt das Recht, diese Bedrohung abzuwenden? Ne? Und deswegen, das finde ich, also zumindest das muss man erstmal die Frage stellen, ja, wer beurteilt das etc. Ne? Und wenn ich jetzt dann zu dieser Personengruppe zurückgehe, ne, dann kann ich denen zwar dann deutlich machen, ey, ihr irrt euch und so weiter und so fort, aber aus ihrer Perspektive haben sie ja trotzdem erstmal vermutlich in ihrer Logik nach ethisch und moralisch vielleicht sogar gehandelt, ja. Weil sie tatsächlich eine ganz große Katastrophe, die für Milliarden Menschen zum Tod oder zu Elend führen könnte, abwenden möchten. Ja. Also Extremisten sagen bei sowas immer, es muss sein, es gibt keinen anderen Weg. Aber ich hätte mal genau, eine Frage das, für Libertäre. Ich will es auch gar nicht irgendwie rechtfertigen, verharmlosen oder relativieren, aber ich finde es trotzdem interessant, die Frage zu stellen. Weil es kann ja auch mal irgendein anderes Unheil zusammenbrauen, wo wir vielleicht sagen, oh mein Gott, das muss unbedingt verhindert werden. Ne? Also uns würde da ja diverse staatliches Handeln zum Beispiel einfallen. Und Thomas, der bevorstehende Nuklearkrieg mit Russland. Eben. Zum Beispiel. Das ist ja alles, ne? Geistige Zurechenfähigkeit müsste man jetzt bei uns in Frage stellen, nicht bei denen, weil die orientieren sich ja wirklich an den Fakten, die sie kennen, also beziehungsweise die offensichtlich sind. Halt die Leute, die halt praktisch sich nicht an dem orientieren, sondern wirklich bei jedem Problem eben noch ein dahinterliegendes Problem sehen, das sind ja die Libertären halt, die, keine Ahnung, ihre eigenen Kanäle haben, wo sie Informationen suchen, statt eben die offiziellen. Das sind ja eigentlich die Leute, die nicht zurechnungsfähig sind im allgemeinen Gebrauch des Wortes, denke ich. Okay, das ist natürlich jetzt... Thomas, darf man die Leute verprügeln, wenn die einen die Straße blockieren? Weil da gibt es diese Autofahrer, die haben ihre natürlichen Impulse. Ja. Und es gab da Situationen, da wurde es teilweise schon ziemlich gefährlich. Man darf es nicht. Also, in unserem Gesetz darf man es nicht. Man darf sie nur wegziehen und das muss man halt möglichst gewaltfrei machen. Ja, nur ist es denn in Ordnung, die Leute auf diese Weise zu provozieren? Ich sehe auch Tierschutzaktivisten, die bei Fastfood-Ketten einfach den Weg blockieren. Die Leute werden da halt sauer. Und da kann es auch schnell zur Gewalt kommen. Ja, aber gut, da sagen wir ja ohnehin, also in unserer libertären Gesellschaft haben sowieso die Gerichte, also die haben müssen ja sind vermutlich dann im Dauerbetrieb, weil letzten Endes muss das ja auch abgewogen werden, wo welche Freiheit beginnt und eine andere endet, etc. Ne? Und natürlich gehört zu einer Straftat dazu, auch die Frage zu klären, ist die Person, die jetzt die Tat verübt hat, ist die provoziert worden etc. Und wie kann das Urteil abmildern und so weiter und so fort. Aber das sind ja letztlich dann auch wirklich immer Fragen, die ein Gericht auch beantworten muss und auch darüber befinden sollte. Deswegen finde ich solche, also ich finde das zwar interessant, aber so immer so ganz privat solche Fragen zu beantworten, finde ich immer eigentlich ziemlich heikel, weil es letztlich nichts weil ich das letztlich gar nicht zu entscheiden habe, ja. Und ich darüber natürlich auch viel mehr Informationen bräuchte. Aber ich fand, was du dort gesagt hast, das Beispiel halt mit den eventuellen wahrscheinlichen oder nicht so wahrscheinlichen Atomkrieg, ja, dass, wenn man sich jetzt mal so ausmalt, man könnte sich jetzt vor irgendwelchen Rüstungsbetrieben festkleben, man könnte sich vor Bundeswehrkasernen festkleben etc., man könnte da irgendwelche Farbanschläge, was auch immer, das wäre ja letztlich, also wo man sagen könnte, auch selbst wenn man uns dann, also nicht uns, weil wir machen das ja nicht, aber wenn man solchen Leuten dann sagt, hier ein Atomkrieg ist ganz, ganz unwahrscheinlich, aber letzten Endes kann man
spielt es letztlich vermutlich sogar in derselben Liga, dass man sich da gedanklich was zusammenbastelt, dass ein ganz großes Unheil heraufkommt. Und wenn jetzt nicht ganz schnell eingelenkt wird, dass da Millionen oder Milliarden Menschen zu Schaden kommen. Also, ja. Es ist immer eine Abwägungssache, ne? Genauso wie für einen sehr religiösen Menschen Allah über dem Grundgesetz steht, und dann muss er halt das tun, was ihm Allah sagt und nicht das, was das Grundgesetz oder das bundesdeutsche Gesetz ihm erlaubt. Mhm. Ne? Allerdings, wir erreichen hier nie eine Win-Win-Situation. Und die müssen wir ja eigentlich erreichen, damit alle Menschen zufrieden miteinander leben können. Ne? Und das bedeutet eben, dass wir niemanden zwingen können, niemanden zwingen dürfen, gegen niemanden Gewalt anwenden dürfen, sondern wir können eigentlich nur werben für unsere Ziele, aber wir dürfen niemanden angreifen, niemanden behindern, sondern im Grunde muss alles auf Einvernehmlichkeit beruhen. Ja. Ne? Das ist die Philosophie des Libertarismus. Okay, ich glaube, da sind wir uns ja auch alle einig. Ich kann mir jetzt aber vorstellen, wenn man jetzt mit Leuten der letzten Generation spricht, dass die denen vielleicht auch komplett zustimmen, dass sie jetzt aber sagen, wir handeln ja in Notwehr. Ne? Weil dieses Argument kann ich auch auf abstrakte Art und Weise dann heranziehen, weil sich wenn man angegriffen wird oder sowas, sagen wir ja trotzdem trotz nichts an Nicht-Aggressionsprinzip etc., was wir noch so für Prinzipien haben, dass man sich ja trotzdem verteidigen darf, mitunter auch ja sogar mit Waffengewalt etc., wenn es denn nun unbedingt sein muss. Nun muss wirklich klar sein, dass du in Gefahr bist. Und das kann man ja ganz einfach widerlegen. Wir haben ja hier zwei Links da. Also Notwehr und Selbstverteidigung sind so die wenigen Situationen, wo Gewalt gerechtfertigt wäre. Ja, aber die Antifa sagt auch so, wir verprügeln die AfD-Leute und das ist Selbstverteidigung, das ist Notwehr. Das ist kein Argument, das kommt auf den Kontext an. Das ist Unsinn. Also ich meine, die machen sich auch unbeliebt damit. Und wenn man Aktivismus machen will, dann braucht man auch nicht unbedingt eine clevere Idee. Ich sehe da halt Leute, die nehmen ein Schild, da steht irgendwas Interessantes drauf und die stehen da, bis jemand vorbeikommt und sich unterhalten will. Ich sehe da so Tierschutzaktivisten, und das ist auch clever. Die haben da so Bildschirme dabei mit so Akkus und allem Möglichen. Und die zeigen dort interessante Bilder. Die Leute bleiben stehen, schauen sich das an. Und dann kannst du dich halt ansprechen, kannst dich mit denen unterhalten über deine Sache. Das würde auch schon reichen. Einfach so, ich kenne auch so einen Schildbürger, der hat dann auch so ein Schild, das trägt er durch die Gegend. Und da steht dann halt drauf, weiß ich nicht, irgendwas über Kapitalismus, mehr oder sowas. Und dann kommen die Leute an, sind neugierig und fragen den halt. Und dann unterhält er sich halt auch mit vielen Leuten. Allein den Leuten ein Gespräch anzubieten, ist schon effektiv genug. Also viel brauchst du da nicht. Also es gibt viele clevere Formen von Aktivismus. Es gibt vieles, was man da machen kann. Viele lustige Ideen und so. Warum muss man da auch noch den Straßenverkehr blockieren mit Autos und allem drum und dran? Und die Leute haben Termine einzuhalten. Teilweise ist das auch lebensgefährlich. Und ja. Ja, weil, warum, ja, du, ich stimme dir vollkommen zu, also müsst mich da gar nicht überzeugen, Habib, ne? Aber ich versuche mich ja in so einen Kopf hinein zu versetzen. Warum muss man das machen? Weil man denkt, dass man keinen anderen Ausweg mehr hat. Ja, und wenn ihr uns jetzt zum Beispiel vorstellt, irgendwo gibt es eine ganz, so ein Comic, Schurken-Bösewicht da, so eine überzeichnete böse Person, die irgendwo eine Fabrik hat und ganz viel Giftstoff in die Atmosphäre pumpt, und jetzt sterben wir vermutlich innerhalb von einem Jahr, das ist absolut gesichert, dann wollen wir ja diese Person mit dieser Fabrik auch irgendwie aufhalten. Das war jetzt ein ganz abstraktes Beispiel, aber letzten Endes, man hat einen Übeltäter und man hat eine vermeintliche Kausalitätskette, wozu das führen wird. Und letzten Endes hat man das Recht, sich dagegen zu verteidigen. Und das kann ich jetzt letztlich dieses Szenario dann mit ein paar Abwandlungen auch auf irgendwelche Klimaradikale oder Klimaterroristen zurecht eichen, ja. Ob das die jetzt, dass die unzureichende Information haben, dass die verblendet sind, etc., das mag ja alles sein, aber das ändert trotzdem an der inneren Logik nichts, finde Thomas, ich zumindest. Das war genau so, wie wenn du vor ein paar Monaten irgendwo hingekommen bist und alle haben dich angeschrieben, Maske auf, du könntest uns ja anstecken. Ne? Und was war dann unsere Antwort? Meine Freiheit endet nicht dort, wo deine Angst beginnt.
Das stimmt auf jeden Fall. Aber ist jetzt nicht ganz auf das Beispiel, was ich gerade, auch wenn es ein erfunden ist, anzuwenden, weil dort ist es ja quasi klar, oder das ist ja tatsächlich bewiesen, dass, was weiß ich, stellt euch irgend so ein giftiges Gas vor, was man jetzt massenhaft in die Atmosphäre pumpen würde, irgend so etwas. Ja, irgendwie muss ja, man aber dem CO2 herbeikommen. Ist nicht giftig. Du redest von einem giftigen Gas. Das ist was anderes als Gefährdung des Klimawandels. Ich will ja nur gedanklich erstmal den Zustand herstellen, dass es wirklich eine Gefahr gibt, die abgewandt werden muss. Allerdings hast du dir ja schon selber eigentlich geantwortet. Ja, Der Grund ist ja wirklich, Notwehr muss ja wirklich offensichtlich sein. Notwehr ist offensichtlich deswegen Notwehr, weil eben die Kausalität nur eine ist, nämlich, dass ich sonst umgebracht wäre oder ich generell in Gefahr bin. Aber wenn ich nicht in Gefahr bin, wenn das alles nur eingebildet ist, dann bist du halt wirklich eben nicht zurechnungsfähig, geistig krank oder keine Ahnung, irgendwie halt anders. Deswegen, das geht nicht. Also Notwehr geht wirklich nur, wenn es offensichtlich ist. Und es ist eben eigentlich offensichtlich, dass es nicht so ist. Dann müssten wir jetzt nach der Logik eigentlich wirklich auch entsprechende Urteile, wenn es um Klimakleber und so weiter gibt, bekommen. Und dann müsste sich eigentlich auch der öffentliche Diskurs, der mediale Diskurs eigentlich auch tatsächlich in die Richtung bewegen. Weil könnten die Klimakleber gar nicht anders und machen und haben jetzt in Notwehr gehandelt, was ja scheinbar noch kein Gericht so bestätigt hat, dann heißt es ja, dass diese Notwehrsituation gar nicht gegeben ist. Das heißt eigentlich, dass diese sogenannte Klimasituation ja doch nicht so schlimm ist, wie man vielleicht in den Medien das häufig vermittelt bekommt und von Regierungen etc. Das müsste ja dann eigentlich der Weg sein, um das eben auch zu enttarnen, weil sonst müssten ja die Urteile auch entsprechend der Dringlichkeit der Klimafrage entsprechend irgendwie. Ja. Ich denke, da überbewertest du die Kenntnisse bzw. den Kenntnisstand der Richter und auch eben die öffentliche Debatte, dass die wirklich auf Wahrheit dann daraus kommt. Weil wir haben ja trotzdem Medien, die zu 66% sind ja die Leute, die dort schreiben, tatsächlich grün orientiert. Das heißt, die werden natürlich dort eher in der Ecke suchen und versuchen, das zu rechtfertigen, was die Grünen dort gemacht haben. Klar, theoretisch hast du eine größere Chance, dann tatsächlich rauszukriegen, dass diese Leute eben einfach nur krank sind. So. Aber die Chance ist halt immer noch extrem gering gegenüber von eben dem Gegenteiligen, dass eben diese Leute dann mehr Zulauf kriegen oder beziehungsweise, dass sie dann halt besser noch dargestellt werden in den Medien, weil es einfach der Zeitgeist ist. Ich glaube, dass das sogar noch recht mild ist. Das heißt, Fachleute sagen auch, es ist schon eine gefährliche Situation. Es kann Klimaextremismus geben. Es kann auch Aktivisten geben, die teilweise in den Terrorismus abdriften, wegen der Klimasache. Das Potenzial dafür ist da. Das heißt, es kann sein, dass es auch noch schlimmere Sachen gibt als diese Klimakleber. Ja, klar. Ja, weil du das gerade angesprochen hast. Wann beginnt denn Terrorismus? Weil ich hatte mir nämlich, als ich die Ankündigung geschrieben hatte, hatte ich auch überlegt, ob ich jetzt ein Bild nehme, wo hier gegen Terrorismus oder sowas mit einer Hand war. Dachte ich, wir müssen noch nicht ganz so weit gehen. Aber ich finde, es bewegt sich ja schon in die Richtung, ne? Auch wenn es erstmal nur Nötigung ist und so weiter. Aber es gab ja schon einen Todesfall, auch wenn du hattest es ja vorhin gesagt. Mir geht es nicht darum, diese Klimakleber Terroristen zu nennen. Mir geht es darum, dass Fachleute klipp und klar sagen, es kann wirklich passieren, dass die Aktivisten wirklich ernsthaft zur Gewalt greifen. Sowas ist auch schon vorgekommen. Wegen dieser Klimasache, wegen der Klimaagenda. Ja, wenn man der Logik folgt, dass den Taten Worte vorausgehen, ne, womit man ja auch häufig immer gerne gegen Rechtsextremismus und so weiter wirbt, dann ist es eigentlich fast folgerichtig, Habib, weil das, was da zum Teil geäußert wird, was man zugunsten des Klimas etc., was man für Opfer bringen sollte und was mitunter eigentlich auch gerechtfertigt wäre. Also ich habe da, irgendwo wurde auch schon quasi die Tötung von Menschen schon gerechtfertigt irgendwo. Ja, zwar jetzt nicht offiziell von Institutionen, aber da gibt es schon einige Stimmen. Das heißt, da gibt es auch Leute, die lassen sich sterilisieren, einfach fürs Klima, weil je mehr Menschen es gibt, desto schlimmer. Und
Also zur Tötung von Menschen, ne? Das ist eine coole Argumentation. Das kommt nämlich wieder bei der Notwehr raus, denke ich. Das ist ja, naja, weil in 10 Leuten... Das ist die Ideologie von den Eliten, dass die halt die Geburtenrate senken wollen und die ja, Menschen auf der Erde reduzieren wollen. Genau, damit aber letztendlich diese Menschen überleben und eben ja, und auch die Umwelt überlebt. Weil dass du eben mehr Arten rettest oder was weiß ich, weil du eben halt einfach eine Bewertung anstellst und sagst, das Leben ist halt wertvoller als das Leben, beziehungsweise man kann das Leben mit diesen 5 Leben aufbiegen und dementsprechend ist es besser, jetzt denjenigen umzubringen, weil halt eben später dadurch eben so und so viele gerettet werden. Das ist eigentlich auch so ein grundsätzliches, eigentlich psychologisches Prinzip, ne? Zweck heiligt die Mittel oder eben nicht. Je nachdem, auf welcher Seite du dich einordnest, bist du dann halt anscheinend entweder libertär oder grün. Ja. Stimmt doch beim politischen Kompass mit verankert irgendwo. Ja. Also das Ganze hat auch so eine religiöse Komponente. Man kann es Sekte nennen, religiös, Okkultismus. Da gibt es auch diese Frauen, die komplett in Rot gekleidet sind und dann so rote Farbe, also Blut auf die Straße kippen. Das ist Extinction Rebellion, ja. Ja, nur da frage ich mich, ob es da nicht so einen okkulten Hintergrund gibt, dass da jemand zur Gottheit Baphomet betet oder sowas. Ich glaube, gibt es bestimmt Leute, die dir ausführlich was dazu erzählen könnten, Habib. Ja, und diese ganzen Leute, die halt die Kunst schänden und da irgendwie Kartoffelbrei auf Kunstwerke kippen. Was soll der Blödsinn? Es kann sein, dass viele von denen auch nur auffallen wollen. Es geht ihnen vielleicht nur zweitrangig um die Sache. Ja, gut. Sie waren so erfolgreich, dass wir heute Abend über sie reden. Ja, das stimmt. Aber reden wir darüber, das Klima zu verändern oder einen ja existenten Klimawandel, über überhaupt die Chance, dass wir mit unserem Verhalten den Klimawandel aufhalten können? Ja. Ja. Ihr könnt gerne heute Abend euch nochmal dazu belesen, wenn ihr möchtet. 2 Links habe ich reingestellt. Und ich hoffe, dass wir möglichst viele Menschen erreichen, die diese Links lesen, die es noch nicht so genau wissen. Wirklich ein Hoax ist. Ist denn das Zentralbankensystem schlecht fürs Klima? Stimmt, oder? Das ist doch, viel Bürokratie und dementsprechend viel verschwendete Energie und dementsprechend natürlich schlecht. Es schafft ja auch reiche Menschen und die sind wieder schlecht fürs Klima. Ja. Genau, die haben ihre Privatflugzeuge und alles. Es schafft aber auch sehr viel arme Menschen und die wiederum sind gut fürs Klima. Obwohl ja eigentlich je mehr Menschen... Viele Menschen sind nie gut fürs Klima. Ja. Ja, aber es ist besser, wenn sie arm als reich sind, dann können sie nicht so viel verbrauchen. Vielleicht, ja, aus der Sicht kannst du das dann wieder, wieder befürworten. Nee, rechtfertigen, meinte ich. Also ich glaube, dass wir ernsthafte Probleme haben, teilweise auch in der Landwirtschaft und alles, aber die Klimasache ist kein reales Problem, wo wir uns befassen müssen. Meine Frage, habt ihr den Redebeitrag von der Beatrice von Storch im Bundestag gehört? Der geht so etwa 4 Minuten. Der war ziemlich stell mal einen Link rein. Die hatte den, ich schicke euch das dann auf Telegram weiter, stell's da in die Gruppe. Die hatte das sehr gut, also ich gehe mal davon aus, dass das richtig recherchiert ist und was sie da gesagt hat, dass das jetzt richtig ist, ne? Natürlich vorausgesetzt dessen. Und weil du es vorhin auch angesprochen hattest, Habib, ne, mit diesen Wärmepumpen etc., dass damit ja jetzt eigentlich auch nochmal richtig krass die Mittelschicht torpediert wird, und eigentlich Immobilienbesitzer landesweit in die Zange genommen werden. Und sie hat da eben quasi den Kreis geschlossen, dass natürlich einmal, wo die Gesetze entstanden sind, im Hause Habeck und so weiter, was da für Leute drin sind, was da für ein grüner Filz herrscht, wie die in Beziehung stehen und wie für welche NGOs die arbeiten, vorrangig Stiftungen. Da hat sie dann mit der die Agora-Stiftung und wo dann noch die Mercator-Stiftung und da sind dann noch 2-3 Stiftungen, die dahinter stehen und von was für Leuten die finanziert werden. Und letzten Endes ist es so, dass natürlich dass mehr oder weniger dieselbe Personengruppe oder das Netzwerk an den Personengruppen, die A für die Wärmepumpengesetze verantwortlich sind und B, die dann die Wärmepumpentechnik in Deutschland gerade aufkaufen, um damit dann Profit zu machen und C, große Immobilienunternehmen, die dann, wenn die Hausbesitzer, Immobilienbesitzer sich den Wärmepumpenkram nicht leisten können und ihre Immobilien zu vermutlich etwas reduzierten Preisen verkaufen müssen, dann bereitstehen, eben diesen Immobilien aufzukaufen. Ja, also das fand ich, war sehr gut erklärt.
leite ich nachher mal weiter. Ist man zwar wieder bei einer, ich sag mal, naja, eigentlich nur in Anführungszeichen, wirklich Verschwörungstheorie, aber wenn man es wirklich auch beweisen kann, die Zusammenhänge, und ich gehe mal davon aus, das kann man, wenn sie sich das so weit aus dem Fenster gelehnt hat, dann ist das schon echt auch eine üble Sache und muss eigentlich viel mehr in die öffentliche Debatte noch gerückt werden. Ja, dass diese Grünen und Klimapolitik, dass das hier eigentlich eine Politik für Milliardäre und Superreiche ist, eben noch mehr Geld aus der Mittelschicht nach oben zu transportieren. Ja. Also eine der besten Ideen des Kapitalismus war die Erfindung des Sozialismus. Wenn man von ihm profitiert. Ja. Moment, ich leite es jetzt gleich mal weiter. Aber das ist eigentlich ganz cool, weil der Thomas hat jetzt schon schön auf die vierte Frage zugesteuert, nämlich ob wir die gleichen Ziele haben. Also praktisch, was jetzt die Reichen und die Armen betrifft und dass ja eigentlich das eine Politik der Reichen ist und ob wir da nicht vielleicht wenigstens, was jetzt sozusagen die Repräsentation betrifft, bei uns die Repräsentation der kleinsten Minderheit des Individuums und bei Ihnen natürlich die Repräsentation der alles andere als Menschen beziehungsweise generell von Minderheiten, ob wir dann nicht vielleicht doch irgendwo eine Gemeinsamkeit finden bei den Zielen. Mhm. Ich weiß, das spannt jetzt ein bisschen unseren Horizont, aber ich denke, man könnte ab und zu wirklich mal über sowas nachdenken. Was waren denn nochmal die Ziele dieser Leute? Ich meine, ich müsste mir mal die Website von denen anschauen oder so. Die wollen 3,5% der Bevölkerung mobilisieren, damit eben die Klimadebatte ehrlicher in der Öffentlichkeit besprochen wird und damit praktisch die Maßnahmen der Regierung radikaler umgesetzt werden, weil sie selber sagen, das Pariser Abkommen ist sinnlos, weil das verändert nichts und die Kipppunkte werden trotzdem erreicht, wenn wir so weitermachen, wie wir bisher weitermachen. Und Kipppunkte bedeutet eben, dass das Klima danach irreversibel verändert ist. Und Point of No Return, ne? Genau, the Point of No Return. Gab es, glaube ich, auch mal ein Lied dazu. Ich weiß aber nicht, ob das in den 80ern entstanden ist und dementsprechend schon so ein kleiner Hinweis darauf sein kann. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber trotzdem, dieser Punkt, der scheint sich ja immer mit jedem Jahr wenigstens noch um ein weiteres Jahr nach hinten zu verschieben. Also weil es so viele Klimakleber gibt, die mitmachen, okay. Aktivismus wirkt. Ja, ne, aber da bin ich eben gespannt. Also wir kennen ja alle so zum Teil die vom Spiegel oder so noch vor 10, 15 Jahren da die Titelblätter mit dem Kölner Dom unter Wasser. Ja, ne. Das müsste eigentlich schon seit 5 Jahren oder so weit sein. Oder das Kupfer, was eigentlich schon gar nicht mehr an der Erde vorhanden ist und so weiter und so fort. Ja. Und, also ich würde auf jeden Fall mal mich schlau machen, was so die Getty-Familie alles treibt und was die alles finanzieren. Mhm. Und die haben da so sagenhaft schöne Paläste und richtig große Anwesen und die haben auch sehr viele Kunstschätze aufgekauft. Und die wollten teilweise alle wichtigen Kunstgegenstände der Welt zusammentrommeln und alles. Die haben ein wirklich beeindruckendes Museum mit allen möglichen Kunstschätzen. Die haben das wirklich geht auf John Paul Getty den Ersten zurück. Die haben ihr Geld auch mit Mineralöl und sowas verdient. Den Verkauf von Öl. Irgendwann sind die aus dem Business ausgestiegen. Also, naja, das war die Familie, ist eigentlich eine sehr interessante. Sich von denen finanzieren zu lassen, schafft eben wenig Vertrauen. Das ist nicht gut, dass sie das Geld von den Leuten annehmen. Ich meine, es ist nicht verkehrt, wenn Aktivisten für ihre Arbeit mal bezahlt werden, aber es sollte aus Quellen kommen, die vertretbar sind. Das wirft noch eine ganz andere spannende Frage für mich auf. Als ich gelesen habe, dass es Organisationen gibt, die Strafen, die Klimakleber bekommen, bezahlt, damit die das ja wieder machen können. Da habe ich mich schon gefragt, müsste man die dann eigentlich nicht härter bestrafen? Gerade wenn die Gefahr der Wiederholung besteht, muss man da nicht wirklich Freiheitsstrafen ganz, ganz knallhart verhängen, weil sonst der größte Geldgeber, der dahinter steht, man kennt ihn nicht, man weiß nicht, wie viel Geld er bereit ist auszugeben. Natürlich könnte ich den versuchen, finanziell auszubluten, aber letztendlich erreiche ich ja nichts bei den tatsächlich Schuldigen, ne? Ja, also das war vor ein paar Wochen, ne, glaube ich, als das aufkam, als da berichtet wurde, dass da irgendeine Organisation das quasi bezahlen will. Ne, da hatte ich auch gelesen, dass man zumindest prüft, ob die sich da der Strafvereitlung strafbar machen mit so einer Maßnahme. Letzten Endes finde ich zwar, weil ich finde, es ist zwar schon in Ordnung, dass man, wenn man für die Gerichtskosten bezahlt, dafür einspringt. Ne? Umgekehrt, wenn wir wegen irgendwas mal vor Gericht gezerrt werden, wären wir auch froh, dass uns da jemand unterstützt.
Ja. Und die Anwaltskosten werden aber bezahlt hier, für sie. Wir als PDV, wir werden nicht aus fragwürdigen Fällen bezahlt. Ich meine, wir haben das Problem halt nicht, dass wir Geld von den Gettys bekommen oder sowas. Je noch nicht. Mal sehen, wann wir für die interessant werden. Bleibt abzuwarten. Das kannst du eigentlich gar nicht verhindern. Ne? Es kann ja auch sein, dass jemand, der sozusagen dir mal gespendet hat und der eigentlich ein ganz netter Kerl war, sich im Nachhinein entpuppt, ne? Dass der dann wieder an dritte Leute kommt, die dann wieder rechtsextrem sind und keine Ahnung. Du hast es ja nicht in der Kontrolle, wer dir hilft. Also du machst halt wirklich eine Gated Community auf, aber dann bist du keine Partei, weil dann vertrittst du halt wirklich deine Gated Community und das war es dann eigentlich auch. Ne? Ja, wir können zumindest mit Bestimmtheit sagen, dass wir nicht aus fragwürdigen Quellen finanziert werden. Und das ist dann vielleicht ein Vorteil, den wir hier haben gegenüber solchen Organisationen wie die Klimakleber oder ATTAC oder was auch immer. Ja, was sind denn fragwürdige Quellen, ne? Das muss man sich ja auch erstmal. Die Kochbrüder, das Fink-Netzwerk, dieser Fink-Milliardär, George Soros, solche Sachen. Also die großen Lobbyisten. Ja. Du, also Aktivisten, wenn wir wenigstens mal ein paar Milliarden als Mittel gegen rechts bekämen. Ne? Ja, Mensch. Ja, müssen wir uns mal bewerben, Dirk. Ja, nee, irgendwas gegen rechts können wir eigentlich wirklich mal machen. Das ja, stimmt. Wirklich mal. Wir machen hier voll die Aufklärungsarbeit gegen rechts. Sieht man ja heute wieder. Leute, das sind teilweise richtig gefährliche Leute, die von George Soros zum Beispiel bezahlt werden. Es gab da halt auch diese Black Lives Matter-Proteste mit George Floyd und alles und die haben ganze Städte in Schutt und Asche gelegt. Und wie es aussieht, steckt auch wieder George Soros und andere Organisationen stecken dahinter. Und es waren dann auch wieder Kommunisten, die eine legitime Organisation unterwandert haben. Und ja, das ist am Ende das Ergebnis. Black Lives Matter war mal in Ordnung. Und ja, Kommunisten haben den Laden gehijackt. Die haben ganze Städte in Schutt und Asche. Ja. Habib, ich schaue mir gerade die Netflix-Serie Narcos an. Da geht es um Pablo Escobar. Der hat so in den ersten Jahren hat er die Linken und das die kommunistischen Guerillas hat er die bekämpft, weil die mal ein paar von seinen Leuten gekidnappt hatten. Hat er da ordentlich aufgeräumt, aber den Anführer hat er dann am Leben gelassen. Und irgendwann später hat er die dann wieder finanziert und mit Waffen ausgestattet. Und dann haben die für ihn auch gleich mal den Justizpalast gestürmt. Und dort im Off heißt das dann so viel wie in Amerika ließ die, also in den USA, ließ die Mafia Grundzeugen verschwinden. Pablo Escobar ließ gleich das halbe Gericht verschwinden. Ja. Und in diesem Justizpalast war eben auch ein Raum, wo ein paar Jahre vorher extreme Berge an Beweismaterial gegen Pablo Escobar, als man seinen Chefbuchhalter festgenommen hatten, der die ganzen Finanzströme und so weiter beweisen konnte. Das wurde dort aufbewahrt, weil das der einzig sichere Platz in Kolumbien war, der mehr oder weniger korruptionssicher war. Und da hat eben Escobar gleich noch angewiesen, ja, den Raum lasst du mal noch in Flammen aufgehen. Und so viel zur Benutzung von kommunistischen Trotteln für kapitalistische Zwecke, ja. Pablo Escobar war zwar kein Liberaler, aber er war zumindest kapitalistisch veranlagt in der Hinsicht. Und es zeigt eben immer wieder, dass je nachdem, welche Bündnisse sich da anbahnen, das kann die bizarrsten Konstellationen einfach annehmen, wer da wen finanziert. Ne? Also wie gesagt, bei den Klimaklebern, man sieht es ja, ne? Zum Teil von der Ölindustrie oder ehemaligen Öltycoons werden die dort finanziert. Sowas überrascht mich nicht. Ne? Also sowas habe ich schon öfter gehört, dass so eine rebellische Gruppe zuerst mal mit Gewalt bekämpft wird. Und dann verbrüdert man sich mit denen, man schickt seine eigenen Geheimdienstleute da rein, finanziert die Leute, dann versucht man die zu lenken und zu benutzen. Ja. So was habe ich schon oft gehört. Eine Verbrüderung findet dann noch nicht mal statt, die werden einfach als Bauern benutzt, weil wenn du so einer Gruppe, das sind letztlich auch nur Menschen, wenn du denen Geld und Waffen anbietest, das ist einfach, das ist so eine Erweiterung ihres Wirkungskreises und so weiter. Die können da gar nicht Nein dazu sagen. Mhm. Und wenn sie dann hier und da ein bisschen was eben dafür noch machen müssen, okay, dann machen sie das, aber irgendwann ist es dann zu spät, weil die gehen ja dann radikal vor. Ne, das kann man jetzt auch zu einer Verschwörungstheorie aufspannen, jetzt mit den ganzen Klima, also
Extinction Rebellion und Letzte Generation, dass die einfach auch so radikal und so viel Unmut auf sich ziehen, dass ja die sogenannten gemäßigten Öko-Leute, ja, die gemäßigten Klimawandel-Prediger, dass die dann schon wieder hinnehmbarer erscheinen und dass man sagt, ja, na, so schlimm sind die ja gar nicht. Wir machen jetzt doch mal ein bisschen was fürs Klima und so weiter, um einfach die anderen, die immer noch viel zu radikalen Leute, einfach gemäßigter erscheinen zu lassen. Anker. Ja. Anker-Effekt. Ja. Ja, also ich glaube schon, dass der Gedanke auch dahinter steckt. Ja. Also das ist ja noch die gemäßigten, sind bestimmt immer ganz viele sich überschneidende Faktoren. Das ist ja eh nur eine Intention von irgendwelchen Dingen. Das, und viel Eigendynamik ist auch dabei. Auf jeden Fall eine interessante Debatte. Das passiert jetzt alles öffentlich, oder? Ich glaube, heute später. Nicht. Das ist jetzt tatsächlich auch die entscheidende Frage. Wir sitzen jetzt hier seit 1,5 Stunden zusammen. Sollen wir die Aufzeichnung schließen? Dann können wir auch noch mehr von uns persönlich freigeben. Ja, ja, warum nicht? Ja, ja. Genau. Dann glaub, vielen Dank für eure Teilnahme und wir diskutieren dann privat weiter. Ja. Jo, tschüss.